Hallo Leute, wir sind wir wieder mit von Defi.jetzt mit der Ausgabe, mit der Episode Nummer 52. Und heute habe ich einen alten Freund von mir zu Gast, den Alexander Weibrecht. Aber nicht nur ich, sondern auch der Mario und der Ralf sind zugegen. Aber erstmal hallo Alexander. Hallo, schönen guten Abend. Hallo Mario. Na, Mensch, hallo Thor, hallo Alex, hallo Und hallo Leute. Ralf. Ja, hallo miteinander, herzlich willkommen. So, ich muss mich entschuldigen, bei mir hat das letzte Windows-Update oder das vorletzte schon den Kameratreiber hier irgendwie in Mitleidenschaft gezogen und ich konnte es bis jetzt noch nicht richten. Hat da nur so Das sind bestimmt alle Teilerfolge. ganz traurig. Ja, genau. Aber ich war immer noch nicht beim Friseur, also von daher ist das Bild so ähnlich wie beim letzten Mal, bloß noch einen Zentimeter länger. Wir steigen dann eigentlich gleich ein in die nächste Folie. Alexander, stell dich doch mal ein bisschen vor, was war denn so dein erster Computer im Zugriff, den du irgendwie mal hattest und wie bist du dann zu Krypto gekommen? Also erstmal vielen Dank, dass ich hier da sein darf bei euch in der Pod. Ich sehe es ja als Podcast, weil mir hört ja nur meine Stimme. Also mein erster Computer, den habe ich mir mit 13 Jahren zusammengebaut. Das war ein Zusammenbau aus mehreren 386er PCs. Das war meine erste Computererfahrung, bei dem auch kein Betriebssystem lief. Das heißt, ich habe mir mein erstes Betriebssystem mit 13 dann selber programmiert mit Quick Basic, das ich mir dann angeeignet habe. Gefolgt von diversen Vokabeltrainer, Software-Tools und CD-Management-Softwares oder Diskettenverwaltungssoftwares. Genau, das war so die erste Computererfahrung. Und wie man es so kennt, beim Kumpel, der den modernen Commodore hatte oder so, mit dem man Spiele spielen konnte, das fand ich so faszinierend. Genau, das waren so die ersten Sachen. Aber bei mir ging es sehr schnell mit Programmieren los. Also mit 12, 13 habe ich schon angefangen, Quellcode zu schreiben, weil ich das schnell spannender fand als Computerspiele. Ja. Okay, und Okay. wie bist du dann zu Krypto gekommen? Ja, das ist auch eine spannende Geschichte. Ich habe ja dann später eine Firma gegründet, eine Hosting-Firma. Das heißt, ich habe dann mit 14, 15 angefangen, Web-Hosting zu verkaufen, Server, und habe das Unternehmen dann bis 2017 aufgebaut mit bis 53.000 Kunden. Und meine ersten Erfahrungen waren eigentlich schon so zu Beginn der Krypto-Ära mit Bitcoin, als Bitcoin noch gar nicht so bekannt war. Da hatten die ersten Leute mir angeschrieben, so, ja, Bitcoin ist was Cooles, das kann man minen auf so Servern, und habe dann tatsächlich auf meinen Backup-Servern, die irgendwie nachts nur irgendwie was zu tun hatten, dann ein bisschen Bitcoin-Mining gemacht. Aber so wie das Schicksal spielt, habe ich die Server natürlich irgendwann gelöscht. Und die Bitcoin von damals sind natürlich im Nirvana verschwunden, weil man über die Jahre hinweg natürlich dann nicht wusste, was soll das für einen Wert haben. Also ich bin auch jemand, der sehr spät dann eigentlich erst wieder 2016 wieder zurückkam in den Crypto-Space, dann aber richtig. Und zu der Zeit, Ende 2016, habe ich tatsächlich viel Geld in Mining investiert und habe dann auch das Krypto-Magazin gegründet, 2016. Ja. Und seitdem hast du aber nicht mehr aufgehört jetzt. Seitdem Genau, ich kennst du habe den Wert von Bitcoin und gibst es auch nicht mehr aus der Hand. so ungefähr. Ich habe 2017 dann die Firma verkauft und habe dann entschieden, Vollzeit nur noch Kryptowährung zu machen. Also jetzt knapp seit 5 Jahren bin ich quasi Unternehmer, der 100% Krypto macht und eigentlich auch nichts anderes mehr. Ich bin nicht so schlau gewesen, immer alle Bitcoin zu behalten. So wie es so ist in einer Firma, da verkauft man auch mal was, um Steuern zu zahlen. Aber ich habe mich jetzt die letzten 2 Jahre hauptberuflich mit der Entwicklung, also mit der Entwicklung von einem Handelsalgorithmus beschäftigt. Das heißt, ich habe einen Trading-Algorithmus entwickelt, den ich jetzt seit 2 Jahren optimiere. Das ist eins meiner Projekte. Unter anderem zu dem Projekt, das ich ja neu gestartet habe, kommen wir später noch ein bisschen. Und das ist so eins meiner Hauptthemen. Ich habe 2 Jahre quasi einen Algorithmus entwickelt. Das war so eins der Hauptthemen neben dem Kryptomagazin. Und Und das Krypto-Magazin ist ein Newsblog oder ist das so eine Nachrichtenseite? Also, das ist jetzt, ich habe versucht zu vermeiden, dass es ein Newsblog wird. Ich wollte es mehr in so einem Magazin-Style. Das heißt, mir war es wichtig, so Fachberichte zu machen. Also, wenn man jetzt eine Zeitung vergleicht, das passt nicht. Wir haben auch News regelmäßig, also jeden Tag. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass ich dort Fachartikel in Form von einer Kolumne verfasse.
oder dass ich halt einen YouTube-Kanal habe, jetzt auch mit 16.000 Abonnenten, bei dem ich eben regelmäßig Videos mache, fast täglich, und das dann eben mit Artikeln begleite, was ich so auf den YouTube, auf den YouTube-Videos erkläre und mache. Das sind auch über 400 Videos mittlerweile auf dem YouTube-Kanal. Okay, krass. Und machst du das mit einer Gewinnerzielungsabsicht oder for free, weil du schon genug hast? Nee, also ich habe natürlich Affiliate-Einnahmen durch die Webseite. Durch den Verkauf der Firma, sage ich mal, war ich jetzt relativ früh saniert. Aber es ist natürlich so, wenn man zusätzlich noch was verdient, ist immer gut. Die Website als solches habe ich tatsächlich angefangen, weil der Bedarf an Informationen in meinem Umfeld sehr hoch war. Viele Leute wollten eben auch das machen, was ich mache, gerade beim Investieren. Dann war es mir irgendwann zu blöd, jedes Mal jedem eines einzeln zu erklären, und habe dann gedacht, komm, ich schreibe halt zu den Sachen einen Text. Und praktischerweise haben natürlich manche Projekte auch Affiliate-Links, und das ist natürlich ein doppelter Gewinn. Zu dem Krypto-Werdegang, hast du da auch in Krypto programmiert, also sprich irgendwas mit Ethereum, Bitcoin oder wem auch immer gemacht, oder bist du mehr der Anwender? Nee, ich entwickle keine Solidity Smart Contracts oder ähnliches. Also meine neue Plattform hat eine Web 3.0-Authentifizierung per MetaMask für Nutzer, die das anonym nutzen wollen. Das habe ich programmiert. Aber im Wesentlichen entwickle ich cloud-basierte Webplattformen mit dem Schwerpunkt von Data Mining oder Datenanalyse. Also mein Algorithmus beispielsweise, der Kryptohandel betreibt, ist mehr ein System, das spieltheoretische Mechanismen kombiniert mit charttechnischen Analysen und einer kleinkünstlichen Intelligenz. Aber hierbei arbeite ich nicht mit echter KI, sondern mit sogenannten rationalen Agenten. Also rationale Agententheorie beschreibt eigentlich selbstlernende Automaten. Und damit arbeite ich sozusagen als Kern meiner Technologie, mit diesem Algorithmus zum Beispiel. Man kann sich bei dir auf der Seite also mit MetaMask sozusagen mit einer normalen Ethereum-Wallet anmelden und muss nicht mehr hier Login mit Google und auch nicht mehr seine eigenen Login-Daten, sondern das geht bei dir schon sozusagen. Genau, also bei dem neuen Projekt Moonradar beispielsweise, das ist das jetzt mit dieser MetaMask-Authentifizierung, war uns wichtig, weil die Nutzer dort auch Portfolios hinterlegen können oder auch Transaktionen. Da wollten wir von Anfang an, man kann sich per E-Mail-Adresse anmelden, aber es gibt auch die Möglichkeit, sich per MetaMask so anzumelden, weil für mich immer wichtig ist, dass der Nutzer im Crypto-Space die Möglichkeit hat, da wirklich anonym das zu machen. Das haben wir von vornherein drin. Das war doch mit Ralf Thor, das war doch mit Luxo, wo wir da lange geredet haben, dass die das auch erst noch machen wollen, ne? Dieses Anmelden mit Hilfe von Wallets. Bei Hive und Steemit funktioniert schon mit der Keychain. Okay. Also okay, da ist es so, dass du über eine Wallet, die du in der Keychain, das ist wie die MetaMask in Hive und Steemit, kannst du dich da halt auch einloggen. Und funktioniert wahrscheinlich so ähnlich wie das, was du jetzt über MetaMask gemacht hast. Genau, im Prinzip ist der Vorteil darin, dass es egal, auf welcher Blockchain man unterwegs ist, also die MetaMask-Authentifizierung läuft ja über so ein Key-Verschlüsselungsverfahren, egal auf welcher Blockchain ihr irgendwie gesigned seid, ihr könnt euch quasi bei dem Tool kostenlos per MetaMask und anonym anmelden, und ist ganz praktisch einfach, ja. Aber ich muss halt MetaMask haben, und da bin ich nicht so ein großer Fan von. Und Mario, wir hatten noch irgend so ein anderes Projekt, so ein MetaMask-Nachfolger, oder Ralf, du warst da irgendwie Fan von. Wie hieß denn das? Das war die Rabby, diese Rabby war das für den Schweizern. Bitbox. Von der Bitbox, genau. Bitbox. Der MetaMask-Fork. Ich kann es vielleicht auch erklären aus der Anbietersicht. Ich hatte erst überlegt, so einen Token-Generator zu bauen mit so einem Sign-On-Token, so einfach nur klicken, Adresse generieren, einloggen mit dem Key, so wie jetzt damals bei diesem Ethereum-Wallet das der Fall war. Aber das Problem ist einfach, wenn ihr so eine Plattform betreibt, dann habt ihr verschiedene Probleme. Ihr müsst auf der einen Seite richtig sicherstellen, dass das juristisch alles sauber ist, was da drin ist. Und sobald ihr Interaktion mit Nutzern habt, habt ihr halt die juristische Verantwortung, dass ihr das alles einigermaßen im Rahmen haltet, was da an Content publiziert wird. Und das heißt, ihr müsst Nutzer auch aussperren können. Und das heißt, es muss irgendeine Art von Kontrollmechanismus geben. Vor allem, wenn ihr halt in Deutschland ein Unternehmen habt, das sowas macht, da müsst ihr die Möglichkeit haben, eben auch einzelne Nutzer auszusperren. Und deshalb müssen wir halt irgendeine Art von Authentifizierung machen. Ich meine, wenn einer ein anderes MetaMask-Wallet neu anlegt oder sich neu installiert, dann kann er sich wieder anmelden. Aber es ist eine Hürde. Und darum geht es einfach, dass wir das zumindest technisch auch ausschließen können, dass da Spammer reinkommen oder sowas. Und
Könntest du das Ruby auch mit anbinden? Wäre das jetzt ein großer Aufwand? Hast du dich da mal mit Rabbi beschäftigt? Oder Rabbi? Ja, das ist eigentlich nur eine Frage, ob es dafür Frameworks gibt. Also programmiertechnisch würde man jetzt gucken, ob Bibliotheken dafür schon vorhanden sind. Ich programmiere ungern natürlich alles von vorne. Wenn es in der Regel sowas schon gibt, ist sowas eigentlich kein Problem mit anzubinden, ja. Mhm. Aber wir können ja beim Thema so bleiben. Das ist, wie gesagt, ein Riesenthema. Das ist ja erstmal so mein Werdegang gewesen. Jetzt zur Software kommen wir ja noch ein bisschen später. Hau doch erstmal ganz kurz wenigstens noch schon mal die Website-Nummer sagen. Dann können wir sie hier so, ins Bild einblenden. Ja, gerne. Die Website heißt munaradar.com. Okay. Also das ist, der Name ist sozusagen die Idee, da komme ich auch noch ein bisschen dazu später, ist eben, man sucht sozusagen potenzielle Projekte, also Projekte mit viel Potenzial. Die zum Mond gehen sozusagen, ja. Genau, die zum Mond gehen. Wir suchen nur aus den 5000 ersten Coins auf CoinMarketCap. Wir importieren alle Daten von denen, aggregieren die, kombinieren die mit Nutzerdaten und berechnen daraus neue Daten, die es so auf CoinMarketCap nicht gibt. Einer der wesentlichen Aspekte ist die sogenannte relative Ranking-Entwicklung nach Marktkapitalisierung. Das war so die Kernidee, weil die Software haben ursprünglich, habe ich erstmal für mich entwickelt, zusammen mit dem Florian von Geldschnurrbart, der ist bei mir im Büro zurzeit. Und da hatten wir die Idee so, ey, lass uns doch so ein Tool bauen, das das für uns macht. Wir haben einfach für uns so eine Analyse-Software gebaut. So in 3 Tagen habe ich das Ding entwickelt. Die ganze Plattform ist jetzt in 3 Wochen entwickelt. Also das System könnt ihr euch mal angucken. Und da, ja genau, da ging es darum, diese relative Ranking-Entwicklung zu analysieren, weil die gibt es nicht auf CoinMarketCap. Was bedeutet das im Konkreten? Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel ein Coin um 1 Milliarde Marktkapitalisierung steigt und alle anderen prozentual gleich viel, dann bleibt ja jeder auf seinem Rankingplatz. Also Bitcoin bleibt so Platz 1 und Ethereum Platz 2 und so. Aber wenn jetzt ein Marktteilnehmer überproportional im Verhältnis zu allen anderen steigt, dann steigt er im Ranking beim CoinMarketCap. Dann geht er von Platz 100 auf Platz 80 zum Beispiel. Also er fällt in dem Sinne im Ranking, wenn man es so nimmt. Und das ist was, es gibt CoinMarketCap nicht, die Information. Also welcher Coin ist relativ zu seiner Marktkapitalisierung gestiegen und gefallen? Und wir bauen daraus eine Art Metrik auf und die Historie tracken wir mehrmals am Tag und können so Ranking-Outperformer analysieren. Also die wirklich mehr wachsen als andere, gerade in so einer Phase, wo die Kurse nur steigen, ist das halt mega spannend. Okay, unser Podcast heißt ja DeFi.jetzt. Ich will mal zurückkommen noch so ein bisschen zu dem Thema DeFi. Was ist denn deine Definition davon? DeFi ist im Wesentlichen die Möglichkeit, Finanzmittel wie Kryptowährungen anonym ohne Hilfe Dritter zu verwalten, zu verknüpfen. Und mit Logiken zu verknüpfen, das ist so das Wesentliche. Die dezentrale Finanzen ist eigentlich alles, was diese ganzen modernen Blockchains eben mit Smart Contracts und so weiter anbieten. Und diese ganzen Konzepte von Bridges und was ich halt cool finde, für mich ist eigentlich das krasseste DeFi-Anwendungsgebiet ist halt eine dezentrale Exchange zum Beispiel. Ja, also das ist das, was ich sage, ich habe einen Liquidity-Pool und habe so Liquidität, um dezentrale Handelsmöglichkeiten anzubieten. Das ist eigentlich eine der ersten DeFi-Innovationen, die ich sehe, die wirklich, ja, die natürlich wirklich Konkurrenz machen zu zentralen Banken und so weiter, die ja im Wesentlichen genau diese Liquidität bereitstellen oder Broker oder Börsen in dem Sinne ja, die ja solche Liquidität bereitstellen, zentralisiert. Aber ich meine, wer anfängt mal ein paar hunderttausend Dollar, wie ich jetzt auf meinem Handelsalgorithmus, auf einer Börse zu haben, der hat ja das Problem, dass wenn morgen die Börse den Account sperrt und sagt, wir machen erstmal Proof of Fund, dann war es das erstmal mit Trading, bis man da ein paar Unterlagen eingereicht hat. Und sofern diese Unterlagen der Bank gefallen oder dem Broker, kann man weitermachen und kriegt seine Kohle wieder. Und sofern die Unterlagen der Bank nicht gefallen, weiß man ja nicht, was dann passiert. Also das ist ja jedes Mal, also mal wer mit 500 Euro handelt und das für den jetzt vielleicht nicht viel Geld ist, der macht sich da vielleicht nicht so viel Gedanken. Aber wenn man natürlich als Unternehmen mit mehreren hunderttausend Euro handelt und das könnte morgen einfach weg sein, weil die Börse einen das sperrt, dann wäre so eine dezentrale Börse schon was Cooles, wo man sagt, naja, der Einzige, der zwischen mir und dem Geld steht, ist mein signierter Schlüssel. Das finde ich halt cool. Ja. Jetzt hast du von 5.000, also erstmal, du benutzt CoinMarketCap, habe ich gemerkt. Warum eigentlich nicht CoinGecko?
der CoinMarketCap ist doch so durch Binance so ein bisschen befangen, habe ich immer das Gefühl. Ja, weil CoinMarketCap halt neben, die haben ein sehr großes redaktionelles Team, okay, und die haben sehr viele Metadaten. Also die pflegen beispielsweise die Portfolios von großen Investmentfonds mit ein. Die, okay, haben ein Tagging von, die quasi die Projekte spezifizieren in NFT-Projekte, in DeFi-Chain-Projekte und so weiter. Und dadurch lässt sich viel, viel mehr Daten rausholen. Aber so eine Bridge of CoinGecko zum Beispiel ist geplant. Also wir wollen noch mehr Daten holen und dann vielleicht auch von verschiedenen Börsen. Aber CoinMarketCap ist nun mal der Marktführer. Und deshalb haben wir gesagt, wenn wir mit Daten arbeiten, dann am besten mit der Marktführer. Und von diesen 5000 Kryptoassets, welches davon findest du jetzt besonders gut und warum? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe jetzt mittlerweile viele Coins gefunden, die gut sind. Und das vielleicht auch, bevor ich die Frage als solches beantworte, vielleicht auch interessant für die Zuhörer. Wenn man in diesem ganzen Altcoin-Game so reingeht und sagt, okay, ich versuche jetzt den Mooner zu finden, also das tolle Projekt, dann interessanterweise verändert sich relativ schnell die Perspektive auf diese Art von Analyse, weil ursprünglich geht man davon aus, wenn man dieses Projekt beginnt, ich suche jetzt durch gewisse Analysedaten irgendwie, suche ich ein Projekt, in das investiere ich jetzt 500 Euro und im besten Fall eine Woche später macht es 1000%. Aber da das nicht funktioniert und da das wahrscheinlich auch nur eine Wunschvorstellung ist, lernt man so eine realistischere Perspektive drauf zu entwickeln und die verändert sich wie folgt. Du gehst da rein, du analysierst und lernst unglaublich spannende Projekte kennen. Projekte, wo du denkst, es kann doch nicht sein, warum habe ich noch nie davon gehört? Zum Beispiel jetzt gerade Steppen, ja. Steppen, neuer, das ist ein Earn-to-Move. Das heißt, wenn ihr lauft, könnt ihr quasi ein bisschen was verdienen. Die haben 500.000 Leute auf Discord und es gibt Wartelisten von Hunderttausenden, die da rein wollen, wenn man nur mit einem Einladungscode reinkommt. Die haben 250.000 Follower auf Twitter. Diesem Projekt, das hätte ich nie gefunden, hätte ich das jetzt nicht über meine Software irgendwie recherchiert. Und wenn man dann in dieses Ökosystem einsteigt, stellt man fest, okay, das ist wieder so ein NFT-Zeug und run, move to earn. Aber ich sage nur, es gibt so man lernt ganz neue Märkte kennen. Ja? Man muss das nicht gut finden. Ich habe da jetzt auch nur irgendwie $150 investiert. Mehr mache ich gar nicht. Mehr investiere ich jetzt gar nicht in so einen Mooner, den ich finde. Aber ich finde es cool, dass ich auf solche Projekte überhaupt stoße. Und dann lernt man so ein bisschen wieder die Diversität des Kryptospaces kennen. Da gibt es wirklich Projekte, so B-Swap zum Beispiel war ein Projekt, das war eins meiner ersten. Das hat auch 250.000 Follower auf Twitter einfach. Das kannte ich vorher gar nicht, weil das so ein bisschen so ein Binance-Chain-Inside-Ding von Usern, die Binance-Chain feiern. Die haben Milliarden von Dollar irgendwie Liquidität rumliegen in irgendwelchen Liquidity Pools und so. Es ist eine riesen Community mit NFT-Marktplatz und so weiter. Ich könnte jetzt stundenlang weiter erzählen. Es gibt so viele Projekte, die ich so nie gefunden hätte, hätte ich mich nicht tiefer mit diesen Altcoin-Metriken beschäftigt. Und worauf ich hinaus will, ist, ihr lernt dann ein bisschen wieder Spaß an diesen ganzen Crypto-Space zu entwickeln, weil es geht dann gar nicht mehr darum, viel zu investieren. Es geht darum zu wissen, hey, ich bin da auch dabei. Bei wirklich frühen Projekten, die nicht nur irgendwie viel Potenzial haben zu steigen, sondern die wirklich gute Use Cases haben. Das ist das, was mich so fasziniert gerade. Dass ich wirklich coole Projekte finde, die ich aus unternehmerischer Sicht spannend finde. Ich mache mal eine Analogie. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in den Automobilsektor investieren wollt, dann könnt ihr jetzt in Daimler, Tesla oder in VW investieren. Und dann könnt ihr jetzt mit anderen darüber diskutieren, ob jetzt welches Unternehmen jetzt besser ist. Ihr könnt aber auch sagen, investiert in beispielsweise einen neuen Autobauer, der eine ganz neue Technologie hat, den noch keiner kennt. Und da halt einfach mal irgendwie $5.000 anstelle $50.000. Und das macht die Sache halt so unglaublich spannend. Ja, ich will euch aber auch nicht zu. Ihr müsst mich stoppen, wenn ich zu durchgängig spreche. Nee, das kommt nicht vor. Es klingt recht interessant. Zwei Fragen oder eine Sache. Wir könnten ja auch mal in einen Monatsrückblick oder auch so mal alle 1, 2, 3, 4, 5 Wochen, könnten wir uns ja auch mal irgendwie zusammensetzen oder in so einem Blockchain-Espresso, wo wir halt mal so ein paar Projekte, die uns da in den letzten Tagen aufgefallen sind, mal kurz vorstellen. Weil nicht jeder wird ja jetzt da Zeit investieren wollen, mit rumrecherchieren und rumgucken. Und die andere Sache ist, du hast jetzt Twitter erwähnt, Alexander, liest ja auch die Nutzerzahlen und andere Sachen bei Twitter mit aus bei euch? Ja, das Feature kommt jetzt online bald. Und zwar, was wir machen ist, aus unseren Learnings aus der Market Cap,
Analyse. Wir bauen ein eigenes Ranking für alle Krypto-Projekte auf und lesen deren Echtzeit, deren Twitter-Profile aus und bauen ein eigenes Ranking und können so auch Outperformer bei Twitter-Rankings analysieren. Also welche Projekte wachsen überdurchschnittlich schnell im Verhältnis zu allen anderen? Und solche Social Buzz, die Daten haben wir schon, wir haben nur noch das Frontend dafür gebaut, kann man dann auch in der Plattform quasi auch automatisch einfach mit einem Knopfdruck auswerten. Was vielleicht auch witzig ist für euch als Zuhörer oder für euch jetzt auch, die ihr das mit mir macht, das Interview, wir teilen alle Daten. Also es ist nicht so, dass man irgendwie kostenpflichtig irgendwelche Daten nicht kriegt. Bei uns kriegt man kann jedes Portfolio jedes Nutzers reinschauen, ja, mit relativer, also mit der Portfolio-Verteilung, nicht mit dem Summe, die man investiert hat. Aber man kann wirklich in jedes Portfolio reinschauen. Man kriegt immer einen Abgleich mit eigenem Portfolio. Wie viel Prozent unterscheidet sich dieses Portfolio von meinem? Ihr seht, welche User-Watchlists, Coins of Watchlists eintragen. Ihr seht, wie viel Prozent andere Nutzer den Coin in ihrem Portfolio haben beispielsweise oder wie viel den auf Watchlists haben. Wir veröffentlichen in Echtzeit die Statistiken, welche Coin heute am meisten aufgerufen wurde. Also alles. Das ist die Social Trading dann fast schon. Genau, der Nutzer kriegt bei uns alles, was wir haben, teilen wir. Es gibt eigentlich auf der Plattform keine Informationen, die wir als Data Mining betrachten, die der Nutzer nicht bekommt. Wir haben kein Backend, wo wir mehr Daten sehen als der Nutzer. Und das ist alles kostenlos. Ich würde sagen, das Ziel ist es ja auch, dass wenn alle Nutzer auf der Plattform Erfolg haben, weil sie ihre Analysen teilen und ihre Portfolios, dann sollen auch alle was davon haben. So. Also das ist das Ziel einfach. Jeder soll, wenn er sein Portfolio einträgt, hat er was davon, weil er dann sein Portfolio abgleichen kann mit anderen Portfolios. Gleichzeitig ist es so, andere haben dann eben auch ein Portfolio, mit dem sie sich abgleichen können. Also vice versa. Die Idee ist einfach, wer mitmacht, hat was davon. Und wer nur zuguckt, der hat eigentlich viel weniger davon, wie wenn er selber mitmacht, so die Idee. Ja. Und nutzt ihr nur Twitter oder habt ihr auch über Getter nachgedacht und über andere? Also wir denken viel über neue Dinge nach. Der Punkt ist jetzt zum Beispiel, also das Projekt ist jetzt 3 Wochen alt, muss man dazu sagen. Also die gesamte Plattform habe ich 3 Wochen programmiert, on the fly, an 2 Wochenenden, 16 Stunden pro Tag, Samstag, Sonntag jeweils 16 Stunden, plus so 3-4 Stunden unter der Woche noch neben meinen anderen Projekten. Dafür ist es schon sehr umfangreich. Ich gehe davon aus, bis das Ding aus der Beta-Status raus ist, wird es noch ein Vierteljahr dauern und dann werden noch viele weitere Daten dazukommen. Aber ich entwickle es komplett allein und deshalb ist es für mich eher so, dass ich sage, wir wollen jetzt nicht nur neue Funktionen dazu hauen, wir wollen vor allem die da sind, verbessern. Das ist für uns ganz halt wichtig. Wir machen auch viel Umfragen bei uns in der Discord-Community und wollen auch jetzt eine eigene Plattform integrieren, in der die User Feedbacks geben können und dann upvoten können. Also wir wollen das schon als DAO aufbauen, also dezentrale Organisation im Sinne von, die Nutzer sollen entscheiden, welche Funktionen soll dazukommen. Die Nutzer sollen einen Chat bekommen. Wir wollen die Leute wegbringen von Discord und Telegram. Die sollen in unserer Plattform chatten. Also nächste Woche entwickle ich ein eigenes Chat-Interface, wo die Leute dann chatten können mit Channels in der Plattform, wo sie über Kryptos reden können, weil ich will die Leute weghaben von diesen blöden Telegrams, wo Spammer sie anschreiben und ständig irgendwelche blöden Produkte anbieten. Ich möchte, dass unsere Nutzer bei uns in der Plattform sicher sind und dort über Coins reden können und über Analysen und so weiter. Das ist so das Ziel einfach, ein eigenes Ökosystem zu schaffen, wo Leute sich gegenseitig helfen, für Krypto, die Krypto-Projekte zu verstehen und so weiter. Und womit wollt ihr dann mit dieser Plattform Geld verdienen? Wollt ihr Gebühren nehmen oder müsst ihr das noch nicht? Nee, die Plattform soll bis für immer kostenlos bleiben. Wir wollen jetzt in dem Sinne keine Einnahmen durch die Nutzer. Was wir haben, ist im Augenblick, wir haben für die Börsen Affiliate-Links hinterlegt. Das ist schon hinterlegt. Das heißt, wenn ein Nutzer jetzt einen Coin findet und sagt, ich möchte den Coin kaufen, dann ist halt ein Affiliate-Link zur Börse hinterlegt. Das heißt, wir bedienen eigentlich nur den Nutzen, der da ist. Wenn der Nutzer eben die Börse noch nicht hat, kann er sich über uns anmelden, dann haben wir was davon. Auf der anderen Seite ist es so, wir überlegen, ob man irgendwann vielleicht sogar mit Sponsoring arbeitet, sagt, okay, die große Börse kann da uns einen Monat Premium-Sponsor sein, die kriegt dann halt einen Banner oben drin oder so als Empfehlung, wenn das unsere Community erlaubt. Also solche Sachen wollen wir vielleicht sogar abstimmen lassen. Also alles erstmal easy. Florian und ich brauchen beide jetzt kein Geld verdienen damit. Wir haben gesagt, wir machen das Ding 2 Jahre, ohne dass wir 1 Cent damit verdienen. Wir entwickeln da einfach jetzt mal 2 Jahre dran und machen ein bestmögliches Produkt.
erstmal egal, was das Ding abwirft. Das finden wir beide viel, viel charmanter, die Idee, als jetzt irgendwie von vornherein 10 Euro im Monat von den Nutzern zu verlangen, die gar nicht wissen, ob das Produkt gut ist. Wir wissen es im Übrigen ja auch selber nicht. Wir wissen nicht, ob die Plattform gut ist. Wir müssen es selber erst rausfinden. Deshalb wollen wir dafür auch nichts verlangen. Ja. Wollte ich schon sagen, wenn ihr das über die letzten 2 Jahre gebacktestet habt, da ging es ja nur nach oben, basically. Also jetzt im Bärenmarkt wird es jetzt spannend. Richtig. Was das Tool macht. Ne? Richtig. Apropos Geld, Alexander, du bekommst von uns 1.000 Euro, aber du privat, nicht deine Firma. Ne? Mhm. In was tauschst du sie? Die 1.000 Euro? Ja. Privat? Ja. Sehr gute Frage. Ich würde wahrscheinlich die 1.000 Euro nehmen und nur in Muna investieren, die meine Software ausspuckt. Und zwar unabhängig davon, also ich würde wahrscheinlich 10 Projekte nehmen und in jedes 100 Euro investieren. Und ich würde mir jede Woche ein Projekt aussuchen, das das Beste ist. Also das, was mir am besten gefällt, wo ich sage, da steckt am meisten Potenzial dahinter. Und die würde ich nehmen, investieren und würde dann 3 Jahre lang nichts damit machen. Also hodeln heißt das? Ja, genau. Ich würde die hodeln. Ja. Wahrscheinlich, genau, 3 Jahre oder bis einer von den 1.000% gemacht hat. Mhm. Und die Frage ist aber auch, Alexander, wie definierst du das Beste? Also gebt ihr da auf eurer Plattform irgendwie Hilfestellung? Ich könnte jetzt Beste bezüglich, keine Ahnung was, Wertentwicklung, Marktkapitalisierung, Verbreitung oder eine Mischung oder keine Ahnung. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ursprünglich, als wir die Plattform entwickelt haben, haben wir für uns 9 Kriterien überlegt, nach denen wir so ein Projekt bewerten wollen. Die Kriterien gibt es noch in der Plattform. Beispielsweise ist die Website aktuell, ist das ein gutes Geschäftsmodell, ist das Team transparent, wie sind die Nutzerdaten auf Social Media und so weiter. Haben aber dann umgeschwenkt nach einem Gespräch mit einem Nutzer, der gesagt hat, er analysiert schon recht lange Kryptos. Er hat eigene Analysekriterien. Und die Software ermöglicht jetzt, das kann die schon, die Plattform, man kann die Kriterien von uns rauslöschen oder ändern und sich eigene Kriterien hinterlegen und kann sich komplett ein eigenes Interface bauen in der Plattform für seine eigenen Analysekriterien. Und und die kann er dann befüllen mit Daten, kann zu jeder Kriterium sagen, das Ergebnis dieser Analyse ist positiv, negativ oder neutral, kann selber einen Punktestand vergeben, so. Und das mache ich ehrlich gesagt auch selber. Ich mache dann selber Analysen auf der Plattform. Und was ist das beste Projekt? Naja, das irgendwie im besten Fall 10 von 10 Punkten hat und bei dem ich das Gefühl habe, das macht mir Spaß. Also ich finde, Investition frei von Emotionen zu sehen, ist unrealistisch. Die Wahrheit ist, entweder gefällt mir ein Projekt, mir gefällt das Logo, mir gefällt das Geschäftsmodell. Ich sage euch zum Beispiel das Steppen, was ich heute analysiert habe, auch auf meinem YouTube-Kanal, dieses Pay-to-Walk oder Pay-to-Move. Da investiere ich vielleicht 100 Dollar, aber ich nutze es jetzt selber nicht. Ich finde es jetzt nicht so spannend. Ja? Gibt es, glaube ich, auch ein paar andere Projekte noch. Und am Ende muss man sich ja mal fragen, wo kommt denn das Geld her, was die auszahlen? Ja, genau, richtig. Am Schluss, man muss ja da auch 1.000 Dollar in NFT kaufen, damit man überhaupt Rewards bekommt und so. Also genau, richtig. Aber das sind so Sachen, das kann ja jeder für sich entscheiden, ob er das will. Das wäre zum Beispiel ein Projekt, da würde ich jetzt nicht investieren. Ja, aber es gibt andere Projekte, die finde ich gut. Ja, also und da kann jeder dann für sich überlegen, was gefällt ihm gut und wo möchte er sich wohlfühlen. Ich meine, im ETF-Bereich gibt es auch so Sachen, die einen investieren in Nestlé, die anderen sagen, nee, ich würde nur in den WWF-Fonds investieren, zum Beispiel, wenn er nur nachhaltige Investments macht. So darf jeder für sich halt sein Wohlfühl-Investment finden. Da wollen wir auch keine Empfehlung abgeben, das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich nur das zeigen, was andere analysiert haben. Und das kann jeder sich dann überlegen. Man kann es ja kommentieren, man kann darüber diskutieren und so weiter. Bist du denn überhaupt darauf gekommen, dass sich mit Analysen hier in dem Krypto-Bereich was reißen lässt? Tatsächlich, die Geschichte ist interessant, wie das dazu kam. Ich habe einen guten Freund, der ist auch Heavy Investor in Krypto und der hat so einen, der macht so ein Web 3.0 Accelerator-Ding. Also der investiert in so Web 3.0 Projekte und der hat mir eine junge Dame vorgestellt mit 21, eine Physikerin, und die hat ihre erste Million mit Altcoins verdient, tatsächlich. Sehr früh. Die hat sehr, sehr früh in Krypto investiert, in Dogecoin auch und andere Projekte, in Huobi-Token, als man dort noch nur auf Chinesisch sich anmelden konnte. Und da noch gar kein englisches Interface war, die hat sich früh damit auseinandergesetzt, in Altcoins zu investieren. Und die ist mit 21 jetzt quasi gesettelt
Und die hat mit mir ein bisschen sich unterhalten über diesen Kontakt. Und sie hat mir nie gesagt, wie sie das analysiert hat und was für Metriken dabei waren. Aber das hat bei mir so ein bisschen den Spieltrieb geweckt, zu sagen, hey, gibt es denn eine Möglichkeit, überhaupt gibt es die Möglichkeit rauszufinden, ob ein Projekt so viel Potenzial hat. Und wir haben alte Projekte analysiert, also alt im Sinne von, wir haben Sandbox angeguckt, Luna und noch ein paar andere und haben geguckt, was hatten die alle gemeinsam, bevor diese 2.000-3.000% kamen. Und im Wesentlichen hatten die alle gemeinsam, die hatten sehr starke Market-Cap-Entwicklung, also in sehr kurzer Zeit. Und die hatten dann an wenigen Tagen eine Handelsvolumenerhöhung von über 400%. Und das Interessante ist, diese Projekte sind mal kurz um 400% gestiegen, dann auch mal wieder um 30%, 40%, 50% gefallen und dann kurze Zeit wieder, dann wieder um 800% gestiegen, dann wieder um vielleicht 30% gefallen und dann um 2.000% gestiegen. Und diese Entwicklung ist immer relativ ähnlich bei Projekten, wo man sagt, okay, wenn man mal genau guckt, die waren früh eigentlich schon in Venture Capital Portfolios von großen, ja, also von Binance waren die groß oder jetzt Solana Ventures hat ja jetzt auch ein großes Venture Capital Programm und noch ein paar andere. Da merkt man so, okay, die Großen wissen eigentlich schon, wo die Reise hingeht und die investieren teilweise sehr früh. Und da kann man sich ein bisschen ranhängen. Und genau, diese Geschichte hat mich einfach motiviert zu sagen, hey, lass uns doch auch was haben, womit man da ein bisschen die Systematik systematisch an die Sache reinkriegen kann. Und wir haben das Thema gehabt, wir haben die Analysen selber gemacht und haben dann später gesagt, hey, wenn wir die Plattform öffentlich machen, und das haben wir auch in YouTube ein bisschen gezeigt, was wir da bauen, haben viele geschrieben so, hey, wir wollen mitmachen, wir wollen auch Analysen machen. Und haben gesagt so, hey, cool, wenn andere mit uns gemeinsam analysieren, dann geht es ja schneller voran. Ja, dann haben wir auch mal andere Meinungen. Und so ist diese Sache entstanden, im Wesentlichen. Mhm. Mhm. Also wir können auch direkt zur Folie weitergehen. Also sind wir jetzt ja alles durch. Da gibt es ja noch vieles. Sagen, nee, die Hypothese einer Analyse haben wir hier stehen als Überschrift. Genau, die Hypothese. Ja, wie funktionieren jetzt so die Analysen oder welche Formen von Analysen kann ich denn da machen? Mhm. Gerne. Also ich habe ja geschrieben, die Hypothesen einer Analyse, welche sind die denn? Die Hypothesen sind, wenn man etwas analysiert, weiß man danach mehr als vorher. Das ist die Kernhypothese, ja. Und die nächste Hypothese ist, dass man einen Vorteil durch dieses Mehrwissen hat, ja. Weil im Kryptomarkt geht es ja darum, ein Wissen zu haben. Also Wissen im Sinne von, dass es Projekte erstmal gibt. Es gibt so ein schönes Sprichwort, das ist eines meiner Lieblingssprichwörter. Das heißt, Erfolg entsteht dann, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und aus meiner Sicht ist die Analyse nichts anderes als die Vorbereitung. Und die Gelegenheit ist, wenn beispielsweise dann Börsenlisting stattfinden und dann Coins 3.000% machen. Aber man muss halt schon vorher drin gewesen sein. Ja? Und der Markt funktioniert leider so, dass eben nicht beim Listing der Kurs um 3.000% explodiert, sondern halt davor, also weil halt Investoren schon vorher Bescheid wissen oder diese ganzen Private Round Investor Geschichten so laufen, dass man in der Regel als Nutzer nicht eben als Erster dabei ist. Und der Mario hat erst kürzlich gesagt, es ist schwierig, Kryptomarkt Geld zu verdienen. Ja, genau, weil eben die meisten Investitionen vorher laufen. Wenn wir als Nutzer, also ihr als Zuhörer mitkriegt, dass im Kryptospace was cool läuft, dann seid ihr eigentlich schon immer zu spät. Das ist meistens der Fall. Ja? Und dann geht man meistens rein und dann kommt ja dieses FOMO, Fear of Missing Out. Man geht nach und dann verkaufen die anderen, die früher dabei waren, einfach ab. Und schon ist man der Verlierer. Und man fragt sich immer, wieso werden manche so reich im Kryptospace? Naja, weil manche früh sind und die meisten zu spät. Ja, und die, die früh sind, verkaufen gegen die ab, die zu spät sind. Und das ist halt der Mechanismus, den man durchbrechen kann, wenn man rechtzeitig Wissen hat. Und genau, und dafür nutzt man halt auch Backtesting. Man guckt, was hat in der Vergangenheit funktioniert und guckt es in der Zukunft, wie könnte sich das auf die Zukunft abstrahieren lassen, zum Beispiel. Ja. Habt ihr, um dort, ich sag mal, echte Oracles einzubinden, auch viele Chainlink-Schnittstellen oder nutzt ihr das gar nicht? Nee. Das sind alles erstmal nur Daten von CoinMarketCap, die optimiert berechnet werden, die zusammengesetzt werden mit neuen Metriken. Das ist einer der wesentlichen Themen. Und der nächste Schritt ist für uns im Wesentlichen auch die manuelle Analyse. Das kommt ja auch, die ersten Erkenntnisse steht auf der Folie hier, Tiefgang erforderlich. Man kann nicht nur sagen, man guckt technische Daten an bei solchen Projekten. Man muss es sich auch angucken. Man muss auch anschauen, wie ist die Website aufgebaut.
baut. Ist das sinnvoll, das Projekt? Also ist es wirklich ein guter Use Case? Bringt es was? Nur zu sagen, die Projekte haben 1000%, jetzt investiere ich da, da läuft man meistens in eine Falle rein, weil viele Betrugssysteme, ich erinnere an OneCoin und andere, hatten hunderttausende Nutzer und sind nur Betrug gewesen. Also wenn einer euch einen Coin verkauft, bei dem der Coin eigentlich ein Schulungspaket ist, dann könnt ihr euch sofort wissen, das ist nichts anderes als ein Scam, ja. Und anders ist halt, ja, es gibt tolle Projekte, die gut sind, aber die halt auch eine komplexe Technologie dahinter haben. Die lassen sich nicht so leicht verkaufen. Aber vielleicht sind sie trotzdem gut. Man muss aber wirklich tief rein. Man muss die White Papers lesen, die Light Papers sind ja auch mittlerweile gute Light Papers unterwegs. Also Light Papers sind die einfache Variante des White Papers, so ein bisschen konsumerfreundlich erklärt. Und gute Projekte haben zum Beispiel Light Papers. Die erklären auch ein bisschen einfacher ihre Projekte. Ja. Also ich gehe jetzt mal, sage jetzt mal, unsere Zuhörer hier, wenn einer an euch rantritt und sagt, das ist das neue heiße Ding, ihr könnt jetzt als Erste hier mit investieren, ist auch mal, kann ich nur sagen, ist auch meistens Scam. Was wollen die mit euren paar Kröten, wenn die irgendwo ein gutes Projekt sind, dann haben die Venture Capital hinter sich, die Millionen auf die werfen, da brauchen die euer Geld eigentlich auch nicht mehr. Also lasst euch nicht so sehr verarschen, bitte alle. Lass uns mal kurz zum Backtesting reden. Also Backtesting ist im Prinzip, dass man mit Daten aus der Vergangenheit irgendwie rücktestet oder was wäre passiert damals. Wie weit speichert ihr denn Daten aus der Vergangenheit? Habt ihr jetzt da vor 3 Wochen angefangen oder gibt es da irgendwie noch Zugriff auf noch ältere Daten? Also ich selber habe eine Backtesting-Engine entwickelt, die 2,5 Jahre Daten rückwirkend analysiert. Aber die Backtesting-Daten basieren auf Bitcoin und Ethereum. Die anderen Coins, die neuen, die Altcoins, die wir jetzt bei Moonera da nutzen, das Backtesting war ein manuelles Backtesting, also unsere persönliche Strategie, die nicht approved ist, wo wir nicht wissen, ob das irgendwas wird, die wir gemeinsam mit der Community entwickeln in der Software, die ist manuell gebacktestet. Das heißt, wir haben da wirklich die CoinMarketCap-Charts angeguckt und haben da Daten rausgeschrieben und die berechnet und geguckt, mehrere Tage lang, und haben geguckt, was macht da Sinn. Aber ich habe auch Backtesting entwickelt für meinen Trading-Algorithmus, eben auch aus mehreren Jahren rückwirkend. Und insofern, es gibt da verschiedene Arten, wie man so Backtesting angeht. Ja, eben vollautomatisiert mit Jahren an Daten oder eben manuell, indem man halt einfach stichprobenartig einige Coins anguckt und guckt, was haben die gemeinsam. Man braucht war jetzt nicht ganz meine Frage, Alexander, sondern wenn ich Backtesting mache, muss ich die Daten irgendwo her haben. Ja. Das heißt, irgendjemand. Aus dem Chart. Aus dem historischen. Wir holen die aus dem Chart. Wir, okay, jetzt aber kann ich das mit, die Daten. Mit Moonera da machen? Kann ich jetzt sagen, okay, ich mache jetzt mal hier irgendwie. Nee. Das geht noch nicht. Wir haben für Moonera da, sammeln wir die Daten seit 3 Wochen. Genau. In einem Jahr werden wir Daten haben, die sonst keiner hat. Prähistorische Preisdaten von 5000 Altcoins, 3-mal am Tag. Ich glaube, die gibt es nirgends. Sind nicht mal auf CoinMarketCap oder Ranking-Entwicklung. Aber wir fangen jetzt halt an, die Daten zu aggregieren. Ja. Langsam, aber sicher. Wir finden, es sind ja später, in einem halben Jahr sieht die Sache wieder anders aus. Aber jetzt gerade. Wo speicherst du die Daten? Irgendwo in einem Rechenzentrum in Deutschland wahrscheinlich, oder? Auf dem Server, ja. Mhm. Oder bei dir irgendwo? Nee, die sind tatsächlich auf einem Amazon-Server in Frankfurt. Ja. Ah, okay. So much for decentralization, ne? Ja, klar, natürlich. Also wir müssen halt gucken, wir sind ja trotzdem deutsches Unternehmen und müssen trotzdem deutschen Datenschutz berücksichtigen, ja. Ist halt traurig jedes Mal, also unabhängig von dem Thema jetzt, wie stark die dezentrale Kryptowelt halt trotzdem noch von den zentralen Datenservices abhängig ist. Ne? Also es steht alles auf solchen tönernen Füßen. Ja, anders geht's nicht. In der dezentralen Welt hast du halt Haufen zentrale Punkte, die miteinander verbunden sind. Und erst dadurch entsteht die Dezentralität. Ja, aber wenn 80% des Ethereum-Netzwerkes irgendwo von einem Rechenzentrumbetreiber gestellt werden, ja, wie war das? Also vor 1-2 Jahren noch, ich komme nicht auf den Namen, aber da hat es halt nicht viel mit Dezentralität zu tun. Aber ist ein anderes Thema. Lass mal lieber die ersten Erkenntnisse aus eurem Backtesting sozusagen, die klangen auch interessant, was du hier auf der Folie stehen hast, Alexander. Der Tiefgang, es ist Tiefgang erforderlich. Genau, Tiefgang bedeutet einfach nur, dass man sich in die Projekte wirklich einlesen muss, dass man verstehen muss erstmal, was die machen,
Das ist halt wichtig, dass man die Geschäftsmodelle versteht. Ich meine, viele Blockchains, neue Blockchains haben ja, was ist denn eine Blockchain? Das ist im Prinzip ja eine kryptografische Verknüpfung von Daten. Und da gehen ja andere Blockchains andere Wege. Und nicht jeder, sag ich mal, Endverbraucher will sich mit sowas auseinandersetzen. Und da ist auch manchmal sehr schwer, den Vorteil rauszuhören. Also nur weil einer sagt, wir können mehr Transaktionen als andere. Guck mal Solana zum Beispiel an. Solana sagt, wir können viel mehr schneller als andere. Aber die sind jetzt, glaube ich, das fünfte Mal offline gewesen und mussten neu starten. Aber warum werden die trotzdem erfolgreich? Weil da riesen Venture Capital Unternehmen dahinter stehen und weil wir halt auf der einen Seite so eine Fantasie in der dezentralen Finanzwelt haben, in der das vielleicht cool wäre, aber auf der anderen Seite dagegen steht natürlich die harte Faust der Regularien, die halt zum Teil aber auch notwendig ist. Ich meine, Geldwäsche ist was existiert. Das ganze Thema muss irgendwie doch reguliert sein. Steuern sind im Sozialstaat wichtig, sonst bricht er zusammen. Ja. Wenn wir das alles umgehen, dann haben wir irgendwann halt auch keine schöne Welt mehr, in der wir leben. Also man muss schon auch sehen, alles, was Vorteile bringt, wie jetzt Dezentralität, hat natürlich auch gleichermaßen zum Teil Nachteile. Und es geht darum, da einen guten Mittelweg zu finden. Ich habe gelernt im Leben, der Kompromiss ist leider oft der gangbare Weg dieser Welt. So ist es nun mal, ja. Das muss ich so sagen. So, jetzt, ihr macht ja auch Data Mining. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Mhm. Also hast ja da zwei Phasen beim Data Mining. Erstmal das Sammeln der Daten und dann das Verbinden und daraus quasi Interpretationen und neue Erkenntnisse gewinnen. Genau. Also erstmal müsst ihr euch vorstellen, genau. Erstmal geht es ja so, der Nutzer geht auf die Plattform, weil er die Möglichkeit hat, dort Analysen zu machen. Okay, erstmal. Dann kann er auf Basis der Analysen zum Beispiel eine Watchlist erstellen und sagen, die Coins finde ich interessant. Die Informationen bekommen wir dann ja erstmal. Also wir als der Anbieter wissen dann, viele Nutzer haben diesen und jenen Coin in einer Watchlist. Zusätzlich können wir dann sehen, welche Coins hat er denn noch angeklickt? Wir können sehen, welche Coins er dann im Portfolio drin hat. Wir können sehen, welche Coins, die dann in der Watchlist waren, später ins Portfolio gewandert sind. Wir können sehen, welche Analysen hat er gemacht, der Nutzer? Was hat er vorher gesucht? Und wenn man diese ganzen Daten zusammenführt, kann man relativ gut sehen, also sozusagen, welches Investorenverhalten wie funktioniert. Und so können wir aus unserer Sicht auch die Plattform besser machen, um den Nutzer direkt wohin zu führen. Wir können auch sehen, wo Missverständnisse entstehen beim Nutzer, wenn er ein Coin-Projekt anschaut und analysiert und immer wieder ähnliche Missverständnisse hat in der Interpretation, was dieses Projekt macht. Verschiedene Dinge halt. Wir können einfach alles, was der Nutzer macht, an Daten sammeln und das zusammen verbinden und daraus dann Erkenntnisse ziehen. Und die sind vielschichtig, die Erkenntnisse. Du hast das Wort Portfolio gebraucht. Also die Portfolien bei euch sind eher so Musterportfolien, ne? Ja, also man kann dort die Portfolien nur eintragen im Sinne von einem Protokoll führen. Wir haben keine Exchange drauf, weil wir nicht handeln dürfen und wollen. Ihr habt die Möglichkeit, man kann sagen, auf welcher Börse man das hat. Also man haben ja viele Portfolios nicht, dass man hinterlegen kann, auf welcher Börse habe ich welchen Coin gekauft. Das kann man bei uns hinterlegen. Auch wieder Data Mining. Wir wissen, welche Börse wird häufig genutzt. Wo liegen viele Funds von Nutzer? Das bringt uns jetzt nichts im Sinne von, weil wir sind ja keine Hacker, die irgendwelchen Leuten Geld stehlen wollen. Aber für uns ist interessant zu sehen, welche Exchange wird oft benutzt. Ja, das ist zum Beispiel interessant. Ja, das ist ja auch wieder interessant, wenn man dann später Kunden eine Empfehlung ausspricht. So, hey, welche Exchange ist denn gut? Ja, die jetzt von den meisten Nutzern genutzt wird zum Beispiel. Ja, also das ist zum Beispiel was, da können wir den Kunden Mehrwert schaffen. Ja, wir wissen, okay, die Kunden sind bei der und der Exchange. Gut, ja, was können wir daraus Nutzen ziehen? Und vor allem, was kann der Nutzer daraus für Nutzen ziehen? Das ist die Idee dahinter. Kann ich auch mehrere Portfolios machen? Das ist was, das wird jetzt, du bist jetzt, glaube ich, der Dritte, der das anfragt. Wir wollen es schon machen. Wir haben mit einmal begonnen. Weil das Problem ist ein bisschen, wir haben angefangen mit der Idee, dass man ja eigentlich nur die Coins, die man über Moonradar findet, auch ins Portfolio einträgt später. Dass es nicht so ein Management-Tool fürs Gesamtportfolio wird, so nach dem Motto, kloppt mal alle eure Daten rein, dass da halt auch alles drin ist. Das ist so ein bisschen die Frage. Oder soll es einfach nur ein ganz selektives Portfolio von den Coins werden, die man durch die Software gefunden hat? Ja.
Das ist sozusagen, ich kann euch ein Beispiel nennen, ich habe mal eine Customer Relationship Management Software programmiert, also eine Software für Vertrieb. Und das habe ich so konzipiert, dass man nur spannende, heiße Kontakte einträgt und die dann ab nachverfolgt. Also dass man sagt, so den Kontakt habe ich jetzt auf einer Messe kennengelernt, den trage ich jetzt ein und dann mache ich das Follow-up und bearbeite die Person und lerne wirklich die Person kennen mit Hilfe einer Software. Und die Software habe ich verkauft an Unternehmen und die haben als erstes gesagt, wie können wir unsere 50.000 Kontakte da importieren? So, und dann habe ich gesagt, das macht gar keinen Sinn und alle wollten das unbedingt haben, dann haben wir das gebaut. Alle 50.000 Kontakte der Unternehmen wurden importiert und in dem Augenblick hat das Unternehmen aufgehört, die Software zu nutzen. Warum? Weil was bringen einem 50.000 Kontakte, mit denen man nichts macht? Gar nichts. Ja? So, besser wäre doch gewesen, neue Kundenkontakte dort einzupflegen, nur mit denen zu arbeiten, die neu dazugekommen sind, um mit denen vernünftig zu arbeiten. Und neue Kunden zu akquirieren mit heißen Kontakten. So nennt man das ja, heißen Kontakt oder kalten Kontakt. Und Unternehmen wollten halt alles drin haben. Und so ist es ein bisschen mit dem Tool auch. Ich kann dir in 3 Tagen eine Schnittstelle, die habe ich schon fertig für eine andere Software, die ich entwickelt habe, eine Exchange-Schnittstelle zu allen großen Börsen machen, wo du alle Coins in Moonradar importieren kannst. Die Frage ist nur, was dann? Also, was tust du dann mit den Daten, wenn die alle da drin sind? Was hast du dadurch für einen Mehrwert, wenn dann alle Coins da drin stehen? Eigentlich hast du ja gar keinen Mehrwert dadurch. Der Mehrwert entsteht dadurch, dass du, wenn bei Moonradar ein cooles Coin kommt, den du cool findest, dann trägst du den bei Moonradar ein und dann monitorst du in Moonradar, wie die Entwicklung dieses einen Investments ist. Also die direkte Verknüpfung zwischen Recherche und Investition in einer Plattform, das macht Sinn. Aber alle Coins, die ich halt habe, da einzuimportieren, bringt irgendwie niemand irgendwas. Ja? Bringt ja auch den Nutzern nichts. Ah, guck mal, der hat 500 Coins vor einem halben Jahr gekauft. Ja, was bringt uns das? Ja? Und das, also du siehst, ich suche ganz stark nach dem Mehrwert und nach dem Nutzen für den Endkunde oder für den Nutzer und nicht einfach, was wollen alle haben und was wollen wir machen, damit alle happy sind. Ja. Wir wollen ja nicht das zweite Cointracking werden oder so. Ja, aber da kannst du mich ja fragen. Mir fällt dann immer was ein. Okay. Also ich hätte schon jetzt Nutzen. Es gibt ja manchmal auch welche, die, Gelder, hat jetzt wieder Geldwäsche, bla bla, aber Gelder jetzt von Freunden, Mutter, Kinder, keine Ahnung, auch mit verwalten. Dann kann man sagen, okay, ich habe für dich halt mit Absprache mit dir, habe ich halt hier die Verwaltung und ich überwache das. Aber das ist dein Depot, dein Investment, aber ich mache halt Überwachung mit. Zum Beispiel. Oder ich sage, okay, das kannst du auf CoinMarketCap auch machen. Ja, ich nutze aber CryptoCompare zum Beispiel. Da kann ich das auch machen, alles. Genau. Aber jetzt die Frage, warum soll ein Moonradar da das auch können, wenn du CryptoCompare schon hast, die das können? Verstehst du, was ich meine? Also, ja, das ja kann ich dir erklären. Neu erfinden. Aber dann brauche ich halt CryptoCompare nicht weiter nutzen. Okay, das ist ein Argument. Also sagen wir mal so, ich habe ja im Bitcoin-Testament, habe ich ja vorgeschlagen, 4 Portfolios bei CryptoCompare zu machen. Einmal Hot Wallet, Warm Wallet, Cold Wallet. Und ich habe es ja als Valhalla Assets bezeichnet. Valhalla Assets sind halt Shitcoins oder Airdrops oder irgendwelche Investments, wo ich halt einige Stück habe, die vielleicht irgendwann in Zukunft mal einen Wert haben oder in der Vergangenheit mal einen Wert hatten und vielleicht wieder haben könnten. So, und diese Valhalla-Assets, die will ich jetzt natürlich nicht in meinen Portfolios drin haben, bei warm, heiß oder bei kalt. So, und hier könnte ich halt natürlich auch sagen, okay, hier, das will ich halt nur, oder ich mache halt ein Portfolio und jedes Jahr, also wenn ich jetzt so wie du, sagen wir mal, jede Woche, sagen wir mal, $150 investiere, dann habe ich ja am Jahresende, sagen wir mal, so 50 bis 80 Token. Mhm. So, und wenn ich dann aber dann das immer weitermache, habe ich dann ein Portfolio mit 300 Token. Und ich will es dann vielleicht ein bisschen übersichtlicher haben, dass ich sage, okay, die habe ich halt 2020, sage ich jetzt einfach mal, investiert. Ich halte die 2 oder 3 Jahre. Und wenn die nach 3 Jahren nichts gebracht haben, dann haue ich die halt raus. So, und das sehe ich ja dann immer, okay, dieses Portfolio ist von 2020, jetzt haben wir 2023, haben wir jetzt zwar nicht, aber kann ich jetzt ein Beispiel. So, und jetzt fange ich halt an, den Müll da rauszuhauen und das Portfolio wieder langsam leer zu machen. Also ein ähnliches Konzept haben wir überlegt, wir wollten es vielleicht mit Labels machen, also dass man einzelne Coins kategorisieren kann und die dann verschieben kann. Aber das ist halt Interface und Nutzen. Auf jeden Fall danke fürs Feedback. Ja, wir werden auf jeden Fall in der Richtung. Klar, und dann würde ich aber auch gleich mehrere Labels haben wollen.
das ist natürlich auch eine Variante, dass du ein großes Portfolio hast und dann mache ich halt Labelansicht und habe die in dem Label. Und dann kann ich das Portfolio dann halt auch nach Renner und Penner zum Beispiel. Genau, richtig. Oder nach mehreren Kategorien und so weiter. Genau. Ja. Du sagtest also, es ist also mehrfach aufgebaut. Du hast zum einen diesen sozialen Aspekt bei deiner Seite, dass du trackst, was deine Nutzer gut finden. Das gibt es in dem Sinne ja eigentlich auch schon bei CoinMarketCap und bei CoinGecko, dass die so die 10 im Suchfeld, so die 10 meistgesuchten Coins anzeigen. Aber du hast gleichzeitig, sehe ich das wie die Gefahr, dass du irgendwie von solchen Social Engineering-Attacken, von solchen Shitcoin-Communities total geflutet wirst, die sagen hier, wie solche Pump-and-Dump-Groups halt, die ankommen und sagen, jetzt heute schreiben wir mal alle beim Moona Radar unseren Coin rein. Jeder macht sich hier, keine Ahnung, dauert wahrscheinlich 5 Minuten, bis der Erste einen Bot geschrieben hat, der sich 1000 Adressen bei MetaMask anlegt, der dann automatisch in eure Seite geht und sozusagen diesen Shitcoin, den sie da pumpen wollen, auf die Watchlist macht. Habt ihr da irgendwie eine Möglichkeit, weißt du, was ich meine? Habt ihr da eine Möglichkeit, da irgendwie dagegen vorzugehen? Tatsächlich müssen wir das wahrscheinlich nicht, weil der interessante Aspekt ist, unsere Ranking-Out-Performer, also die wir unsere Software vorschlägt, die haben eine Mindest-Market-Cap von 100 Millionen. Also schon mal, das ist schon mal der erste Punkt, wo wir sagen, so die Coins, die unser eigentlicher Filter vorschlägt, hat 100 Millionen Market-Cap. Und der muss ein Handelsvolumen-Increase von 24 Stunden von 100% haben, mindestens. Das sind die zwei wesentlichen Filter. Und der muss ja eine relative Ranking-Entwicklung haben zu allen anderen Coins, also mehr als andere. Das heißt, okay, jetzt kommen wir in dieses Szenario, irgendeine Shitcoin-Community macht 1000 MetaMask-Adressen und schaut alle auf die Watchlist. Mhm. Dann würde das im Ranking in dem Sinne ja gar nichts ändern. Auf der Plattform haben wir kein Ranking nach Watchlist oder so, sondern da würde vielleicht sehen, 5000 Nutzer haben diesen Coin geklickt. Dann kommt es aber spannend. Dann gibt es ja manuelle Analysen. So, jetzt nehmen wir an, 5000 Nutzer schreiben da jetzt irgendwelche Fake-Analysen, sagen, das ist das tollste Projekt aller Zeiten. Dann muss aber am Ende doch jeder Investor trotzdem selber gucken, so, okay, jetzt haben da 5000 Leute Analysen geschrieben, mag sein, dass es toll ist. Jetzt gehe ich mal her und mache mal selber kurz eine Analyse, dann gucke, ob das sinnvoll ist. Und durch die Metriken und die Erfahrung, wir wollen eigentlich die Leute ausbilden auf der Plattform. Die Idee ist am Ende, dass jemand, der investieren will, so seine eigene Research macht. Und ganz hoffentlich, ich gebe dir da recht, Manipulation ist immer möglich, aber hoffentlich haben wir am Schluss 1000 intelligente Nutzer auf der Plattform, die schlau genug sind, nicht irgendwelchen Hypes nachzurennen, sondern sagen, hey, ich gucke mir selber mal an. Oh, die Website ist ja ein Scam, ist ja blöd. Die sind ja auf den Caymans und oh, das ganze Ding hat ja eine unendliche Supply an Coins und oh, die haben überhaupt kein Listing auf großen Börsen und oh, die Gründer gibt es gar nicht auf LinkedIn. Oh, jetzt gib mal dem mal einen Punkt. Oh, ich glaube, da investiere ich nicht. So, und dann ist das Thema gegessen, hoffentlich. Ja. Okay, das klingt sehr gut. Muss sagen, also gibt es in meinen Augen auch viel zu wenig. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Ja. Aber danke für den Input. Das ist genau das. Wir versuchen wirklich, das weg von einem Hype zu bringen, auch juristisch gesehen. Wir wollen niemanden Empfehlungen abgeben. Wir möchten die Leute dazu bringen, mit den Tools, die wir da haben, selbstständig zu lernen, weil das ist ja das, was jeder eigentlich will. So, die Leute wollen, ich weiß, das ist... Ja, ich kenne da einen hier in unserer Runde hier, der würde am liebsten einfach immer nur gesagt bekommen, wo sein Geld hinwerfen soll. Nicht wahr, Thor? Der würde am liebsten gar nichts selber analysieren, sondern einfach nur gesagt bekommen, wo er als nächstes investieren muss. Ja, den kenne ich auch, ja. Ja. Der ist jetzt gerade abgetaucht mit dem Bild. Naja. Ja, aber okay, also dieses Ding, die Leute daran zu führen und denen das beizubringen, finde ich ehrenhaft, muss ich sagen. Also gucke ich mir mal genauer an. Ich analysiere immer, das wisst ihr bloß nicht. Wir haben eine Anleitung, die geht 31 Minuten in einem YouTube-Video, auch auf der Website verlinkt. Das verlinke ich dann auch später in den Kommentaren. Ja. Genau. Da gehe ich durch die ganze Plattform und bringe einfach so die wesentlichen Aspekte bei. Zum Beispiel, nur als Beispiel, jetzt in dem Video zeige ich es auch. Da war ein Coin, der war bei uns ganz auf Platz 1 als Ranking-Outperformer. Oder Platz 2. Aber der hat einen Handelsvolumen-Increase von 22.000% gehabt.
So, ein schlauer Altcoin-Analyst weiß, dass es nichts Positives ist, sondern ein schlauer Altcoin-Analyst weiß, dass wenn etwas 22.000% im Handelsvolumen steigt, dann heißt es Folgendes, nämlich, dass es davor gar kein Handelsvolumen hatte. Ja? Und das bedeutet, dass es davor im Prinzip tot war und jetzt halt zufällig viel hat. Das heißt, ein schlauer Investor sagt nicht, das ist schlecht, sondern ein schlauer sagt, es geht jetzt auf die Watchlist. Und dann gucken wir mal morgen, übermorgen und nächste Woche nochmal, ob der nochmal 20.000 pro Tag macht. Und es würde wahrscheinlich nicht. Ja. Also mir würde dann zum Beispiel helfen, wenn so eine On-Chain-Analyse, wie wenn ich die auf die Watchlist mache und da kommt also jemand, der hat, da gibt es einen Coin, der hat 22.000 Handelsvolumen. Da würde ich gerne sehen, da muss ja vorher eine Akkumulation stattgefunden haben von irgendjemandem. Mhm. Da würde ich gerne eine Wallet-Analyse haben. Welche Wallet hat denn in den letzten Wochen oder Monaten sogar wie viel Prozent von dem Coin aufgekauft? Und dann gibt es ja so eine Initialzündung, wie du sagst. Dann steigt diese Sache mal 1.000%, dann wird es auf irgendwelche Listen, dann steigt es um 22.000%. Und dann fängt diese Wallet, die ja akkumuliert hat, ja wahrscheinlich an, den Markt zu dumpen wieder. Also, gibt es da auch so On-Chain-Analysen bei euch dann? Oder? Also die Block Explorer sind verlinkt. Wir wollen so viel wie möglich später auch On-Chain-Daten sammeln. Wie gesagt, 3 Wochen Entwicklung. Es gibt noch ein paar To-Dos. Vielleicht sind wir auch bei der Folie angelangt, wo es genau ein bisschen darum geht auch. Genau. Vor 3 Wochen gab es die Alpha-Phase. Da bestand das ganze Ding aus einer Tabelle, die man sortieren konnte, und einem persönlichen Rating, das nur der Florian und ich einpflegen konnten. So. Da haben wir ein YouTube-Video gemacht, haben erzählt, so, das machen wir jetzt, guck mal, cooles Projekt. Und dann haben Nutzer gefragt, ob sie mitmachen dürfen und ob sie Zugang kriegen. Und dann haben wir gesagt, ach, weißt du was, komm, wir bieten denen das an, also kostenlos sowieso. Und dann habe ich gesagt, okay, ich setze mich jetzt mal 3 Wochen hin und baue das. Und ich baue das mal, kamen coole Ideen, dass wir gesagt haben, wir importieren die Tags noch, wir importieren alle Links von CoinMarketCap, wir bauen ein Community-Ranking, die Nutzer können individuelle Kriterien entwickeln, es gibt öffentliche Portfolios. Witzig zum Beispiel in unseren Portfolios, du kannst eintragen bei uns im Portfolio, dass du Bitcoin zu 1 Cent gekauft hast und 3.000% im Plus sein. In unserem Ranking-Vergleich bei den Portfolios zählt der Preis zum Zeitpunkt der Eintragung im Portfolio bei uns. Das heißt, die Rankings bei uns sind echte Rankings zu dem Zeitpunkt, wie die Leute ihr Portfolio angelegt haben. Ja? Das heißt, du kannst für dich zwar eintragen, dass du Multimilliardär bist, aber im Ranking wirst du trotzdem auf Platz 10 sein, weil du einfach nur 0,1% im Plus bist zum Beispiel. Ja? Also zum Beispiel, genau, und das ist so die Version 1.0 Beta jetzt. Ab nächste Woche dann mit Chat und mit Twitter-Analyse und so. Und dann wollen wir vielleicht mal 1-2 Wochen gucken, wie sich die Nutzer verhalten, was sie Spaß haben. Wir haben zum Beispiel gemerkt, die ersten haben Analysen geschrieben und finden ihre eigenen Analysen in der Software nimmer. Ja, das Ding ist komplex. Jetzt habe ich einen Filter gebaut, dass man mit einem Knopfdruck auf seine Analysen zurückkommt und die findet wieder und dass man diese bearbeiten kann. Also wir lernen natürlich auch, wisst ihr, für mich als Softwareentwickler, ich habe zwar so viele Jahre Erfahrung, jetzt irgendwie 25 Jahre Programmiererfahrung mit Frontends und allem, aber ich lerne halt trotzdem noch, weil für mich ist vieles logisch, wenn ich es programmiert habe. Ah, da klickst du halt dahin und dann klickst du dahin, dann hast du doch die Daten. Aber für den neuen Nutzer ist es ja nicht so logisch. Und deshalb müssen wir da auch viel lernen noch. Und wir haben gesagt, wir wollen eher in einem halben Jahr weniger Funktionen haben als heute, aber die besser und die übersichtlicher. Also lieber was wieder rausschmeißen, wo keiner nutzt und was kompliziert ist, aber dafür das, was da ist, so besser machen, dass jeder es gern nutzt. Ja, und dass jeder auch einen Mehrwert daraus hat. Das ist so das Alexander, System. Vielleicht kannst du mal noch sagen, wie kann denn unser gewährtes, verehrtes Publikum oder interessiertes Publikum möglicherweise auch davon partizipieren, von dieser Alpha- oder Beta-Version? Oder helfen eher, oder? Im Prinzip ist der Weg relativ einfach. Man geht auf moonradar.com, registriert sich kostenlos, guckt das Video an, das als Anleitung verknüpft ist und findet einfach, macht mal eine kleine Recherche, guckt sich die Coins an, lernt die Daten zu verstehen, die da sind. Die werden auch erklärt im Video. Was ist denn eine Market Cap überhaupt? Oder was ist denn überhaupt ein Handelsvolumenanstieg? Oder was ist denn ein Ranking? Ja, also all diese Daten mal zu verstehen und dann die Analysen anderer Nutzer mal durchlesen. Da gibt es schon über 50 Analysen jetzt nach einer Woche. Mal lesen, was haben die denn so geschrieben? Dann sich vielleicht mal selber versuchen, eine Analyse zu schreiben.
einfach mal machen. Dann gibt es von uns Feedback, hey, achte doch mal auf das und beobachte doch mal das. Und ich bin mir sicher, jemand, der es ernst meint und sagt, ich möchte selber mal ein bisschen lernen, wie dieser Crypto-Space funktioniert und bei uns auf der Plattform 3-4 Analysen macht von Coins, die ihn interessieren, geht er nicht dümmer raus, als er reingegangen ist. Das kann ich mir vorstellen. Und ich habe Nutzererfahrung, ich telefoniere mit manchen Beta-Nutzern, telefoniere ich täglich gerade, und die sagen, die werden richtig süchtig, weil die richtig viel lernen. Sie haben richtig Spaß an dieser Software. Und es ist kostenlos. Es ist doch cool, auch mal zu gucken, man klickt auf mein Portfolio, Kryptomagazin, und schaut, welche Coins habe ich denn so gekauft? Man kann da einfach draufklicken und gucken, und dann liest man die Analysen, die ich dazu geschrieben habe. Warum habe ich die gekauft? Wir haben zum Beispiel eine Funktion eingebaut, immer wenn ein Nutzer einen Coin in sein Portfolio einträgt, zum Kaufen oder zum Verkaufen, fragt das System danach mit einem kleinen Pop-up, ganz unverbindlich, sag uns in einem Satz, warum du den Coin gekauft oder verkauft hast. Und dieser Satz wird dann einfach beim Coin unten als Kommentar rangehängt. Fertig. So, das heißt, ihr könnt auf den Coin draufklicken und dann seht ihr plötzlich 10 Kommentare von Leuten, die den Coin gekauft oder verkauft haben und die Begründungen dazu. Und das, manchmal reicht es ja schon ein Satz, zum Beispiel, der Entwickler so und so hat das Projekt verlassen, ich glaube nicht mehr dran. Wow, wertvolle Information. Ja? Dann antwortet jemand drunter, das stimmt gar nicht, was du schreibst, der ist doch noch dabei. So, also das ist was, wo ich möchte, dass die Leute sich austauschen können, lernen voneinander. Und das ist das Ziel. Mhm. Nun ist es ja so, wenn jemand kaufen will und so weiter, sagt es ja vorhin, zwar ist die Anmeldung bei euch über MetaMask möglich, sodass man relativ anonym bleibt. Aber sobald man kaufen kann, man eben nach wie vor nur noch über Börsen, wo KYC und so weiter notwendig ist. Wie habt ihr denn das mit eurer Plattform verbunden? Es gibt auch viele Coins, die über dezentrale Exchanges wie Uniswap kaufbar sind. Mhm. Ja. Also nicht nur zentralisierte Exchanges. Aber ja, es gibt viele Exchanges einfach auch, die zentralisiert sind. Ich glaube, die Vorstellung einer komplett anonymisierten Kryptowelt im Altcoin-Segment ist sehr, sehr schwierig. Weil natürlich die kleineren Exchanges listen, wer natürlich sich interessiert, kann auf Discord-Channel, auf die kleinen Projekte zugehen und die Admins anfragen. Aber ich gehe davon aus, 99% der Leute werden gescammt, die sowas machen. Es ist ja so, am Ende muss man natürlich irgendwie doch jemand haben, dem man vertraut, weil irgendwohin überweist man Geld. Und gerade beim Handel ist der Mittelsmann halt wichtig, wenn es halt gerade eine DeFi ist. Und ich meine, wenn es Ethereum ist, weiß jeder, wenn ich für $150 einen Coin kaufe und $100 Gebühren zahlen muss bei Ethereum, dann macht die Sache sowieso nicht so Spaß. Das ist halt nun mal ein Problem, zumindest bei Ethereum. Bei anderen Chains, Phantom oder anderen Polygon, ist das ja nicht so, da ist es günstiger. Ja. Du hattest ja mal früher ein anderes Projekt gehabt noch, das war dein letztes, wo so Bewertungsportale im Kryptobereich hattest, ne? Richtig. Wie heißt denn das? Hast du noch wahrscheinlich? Ja. Die Website cryptoreview.com ist auch noch online. Die Idee war, nicht nur Coins, sondern auch Exchanges, andere Portale, einfach auch komplett kostenlos eine Art Review-Plattform, können die User Ratings abgeben zu Projekten, Exchanges. Und wir haben die ersten irgendwie 2000 Reviews, habe ich den Kunden, den Usern 5 Euro pro Review bezahlt, wenn sie ihre Meinung zum Projekt schreiben. In Dash zum Beispiel auch. In Dash, ich habe 15.000 Dollar in Dash bezahlt, um die ersten 1.000 oder 2.000 Reviews zusammenzukriegen, weil ich habe gesagt, komm, ich belohne die Leute, wenn sie ein bisschen was erzählen zu ihren Projekten, zu ihren Investments oder einfach nur, welche Coins sie cool finden und warum. Genau, aber das Projekt läuft, da kommen viele, vor allem negative Reviews zu zentralen Börsen und Anbietern zusammen, was gut ist, also da wird auch nichts zensiert oder so, was online ist, ist online. Bis jetzt haben sich aber auch keine der Börsen oder Plattformen beschwert, dass da negative Reviews sind. Das ist nun mal so, ja, wer seine Kunden nicht gut betreut, der muss halt damit leben, dass im Zweifel schlechte Reviews kommen, ja. Und dort hast du ja auch eine ganze Reihe erstmal von Erfahrungen gesammelt, was man abfragen kann und ähnliches. Fließend von den Coin-Review-Plattform auch Daten mit in den Monaradar mit ein? Nee, noch nicht. Das haben wir bewusst noch getrennt gehalten, weil ich wollte das frisch machen. Also wir wollten mal ganz frisch eine Community aufbauen. Crypto-Review wird vielleicht auch mal die Daten vielleicht zum Teil teilen, aber wir wollen jetzt auch keine
Redundanz. Das hat ja ein ganz anderes Konzept. Bei Moonradar geht es darum, den Coin zu analysieren und wirklich systematisch an so eine Analyse ranzugehen. Und bei CryptoReview geht es eher darum, so ein bisschen 5 Sterne verteilen, welchen Coin finde ich gut, welchen nicht so gut, vielleicht kurz seine Meinung dazu schreiben. Das soll schon tiefer gehen bei Moonradar als jetzt bei CryptoReview. Ja, aber man könnte das als Metrik aber mit einfließen lassen, dass man sagt, okay, jetzt als Beispiel, jetzt diese Kryptobörse hat jetzt plötzlich Haufen negative Meldungen bekommen oder dieses Projekt, absolut, dieser Token zum Beispiel. Also, dass du da jetzt starke Veränderungen mit reinlaufen lässt und natürlich diese, Sternebewertung als Möglichkeit mit anzeigen lässt. Und wie es halt so üblich ist, 3 Sterne, 500 Bewertungen oder sowas. Nehme ich gerne auf. Ralf, du hast noch was, oder Mario? Ich hatte noch eine Frage, genau. Und zwar, also ich muss mir das Moonradar unbedingt mal genauer angucken, aber ich stelle jetzt, bevor ich mir die Seite genauer angeschaut habe, noch dumme Fragen. Und zwar hast du ja gesagt, du hast ein Backtesting betrieben und dann wahrscheinlich legst du da irgendwelche technischen Analysen über Coins und hast also sozusagen eine technische Analyse zu Coins, oder ist es erstmal jetzt nur dieser soziale Aspekt des Data Minings darüber, wie die Metriken, was hier Beliebtheit und in welchen Portfolios ist es drin? Oder hast du dann sozusagen auch hier, ist es ein starkes Kaufsignal, weil das ist ein Rising Wedge oder so? Oder? Ich habe mich viel mit Charttechnik beschäftigt, ja, und habe die bei diesen Coins jetzt nicht angewendet. Tatsächlich könnte man das vielleicht machen, aber habe ich bewusst nicht gemacht. Das kann ich auch sagen, vielleicht auch warum nicht, weil ich habe ja einen Algorithmus entwickelt zu meiner ersten Geschichte, die ich erzählt habe, einen Handelsalgorithmus. Hm. Und ich habe ein Jahr fast nur mich damit beschäftigt, einen Handelsalgorithmus zu schreiben, der auf charttechnischen Analysen basiert. Ja. Und der ist komplett gescheitert. Und dann habe ich selber getradet und bestimmt 2 Bitcoin verloren durch Trading, auch mit Charttechnik. Und glaub mir, ich habe mich sehr tief damit beschäftigt. Ich habe teilweise die Triangles berechnet auf den Charts und habe mathematische Funktionen geschrieben, um solche Sachen zu simulieren. Am Ende des Tages ist es alles Quatsch. Charttechnik ist gut, um wirklich ein paar wichtige kurzfristige Signale zu abstrahieren, aber langfristige Investitionen darauf abzuleiten, halte ich für nicht so schlau. Hm. Vielleicht auch sowas wie Moving Average heißen ja auch nur, es sind gleitende Durchschnitte. Das zeigt irgendwie, was der Durchschnitt war. Aber wenn morgen ein Krieg ausbricht, wie er jetzt ausgebrochen ist, oder Covid kommt, dann bringt er halt ein gleitender Durchschnitt auch nichts mehr. Und das heißt, für kurzfristige Entscheidungen, so trade ich jetzt in der nächsten halben Stunde was, kann es mal funktionieren mit sehr viel Erfahrung, einer guten Risk-to-Reward-Strategie und einem Stop-Loss. Aber wenn man halt so einen Handelsalgorithmus baut, der immer funktionieren soll, auch durch Krisen durch oder durch Kriege durch oder durch Pandemien durch, Dann kann man mit solchen Techniken nicht mehr arbeiten. Es geht einfach nicht. Dann muss man wirklich ich kenne auch fast keine Trader, die diese Phasen jetzt profitabel überstanden haben. Also ich kenne fast nur Trader mit Verlust. Dann muss man andere Modelle, zum Beispiel spieltheoretische Modelle, ansetzen. Und deshalb habe ich das auch von vornherein bei Moonradar nicht gemacht, dass wir irgendwelche charttechnischen Analysen gemacht haben. Klingt vernünftig, ja. Ist am Ende großes Kaffeesatz lesen. Es funktioniert am Ende manchmal nur, weil genug Leute dran glauben. Richtig, genau. Ja. Weil viele Leute sagen, da ist die Spitze des Dreiecks, jetzt muss was passieren, drücken viele auf Kaufen, und weil viele auf Kaufen drücken, bricht es aus, ganz einfach. Ja. Also ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Klingt sehr interessant, und vor allen Dingen auch dieser Lernaspekt. Ich habe auch so eine kleine Gruppe noch, die auch sehr, sehr wissensdurstig ist. Also wirklich, worum ich bitten muss, auch bei den Zuhörern, die das vielleicht auch selber mal anschauen, und auch bei dir dann oder auch bei euch, bitte, wenn auch was nicht gut ist, dann ist es wertvoller, dass man es uns sagt, weil das ist wirklich das Wichtigste für uns, dass man uns sagt, was nicht gut ist, was man besser machen kann. Was gut ist, wäre schön, da freuen wir uns auch, aber ich finde es immer cool, wenn Leute so ein bisschen mitentwickeln und sagen, hey, das findet man gut, das findet man nicht so gut, kann man das nicht anders lösen? Und nicht nur diese Perspektive von, warum habt ihr dieses Feature nicht und dieses Feature nicht, sondern wirklich, was kann man da besser machen? Zum Beispiel gestern Nacht habe ich noch was implementiert, wenn man eine Transaktion einträgt, kann man jetzt einfach eintragen, wie viel Dollar man investiert hat,
und wie viele Coins man gekauft hat und er rechnet automatisch den Kaufpreis ein. Also das sind so kleine Improvements, so, man muss sich nicht selber den Durchschnittspreis ausrechnen, sondern man trägt einfach nur $800 ein und dann rechnet er aus, okay, dann hast du so viel gekauft. Ja. Schönes Quality of Life Improvement. Genau, oder wenn ich zum Beispiel eine Exchange, eine Transaktion anlege, ich habe zum Beispiel 10 Bitcoin gekauft und auf der Börse, beim nächsten Mal merkt er sich, Bitcoin habe ich über diese Börse gekauft. Dann ist Bitcoin schon voraus, also die Börse schon vorausgewählt zum Beispiel. Solche Quality Improvements im Frontend, dass ich sage, der Nutzer muss ein gutes Gefühl haben, oder wenn ich eine Suche mache und woanders hinklicke und wieder zurück zur Suche gehe, dann ist die Suche noch da. Ja, also dieses Learning Grid, dass wir die Oberfläche so entwickeln, dass der Nutzer das Gefühl hat, er bewegt sich wie in einem Windows oder einem Apple-Umfeld, wo eigentlich alles funktioniert. Und das ist mir wichtig, dass das System einfach ist. Ja, genau. Aber es geht jetzt vielleicht in die Tiefe und für die Zuhörer gar nicht so interessant. Ihr könnt vielleicht noch fachliche Fragen stellen, wenn ihr wollt. Ich hätte noch eine fachliche Frage. Ja, sehr gerne. So, du hast jetzt aktuell, so wie ich das jetzt mitkriege, 3 Projekte. Du hast Kryptomagazin, das läuft noch. Dann hast du Coinradar, das plätschert so vor sich hin. Monaradar? Oder du meinst Krypto-Review, meinst du? Krypto-Review, genau. Krypto-Review und jetzt Monaradar. Oder hast du jetzt noch was Viertes? Ja, der Handelsalgorithmus, für den ich... aber der ist ja nicht öffentlich, das ist ja nur dein Hobby. Genau, richtig. Den darf ich ja nicht öffentlich machen, das ist in Deutschland nicht legal. Aber du könntest eine geschlossene Nutzergruppe machen. Nee, dürfte ich auch nicht. Aber das ist eine andere Geschichte, das können wir uns hier auch nicht diskutieren. Aber das darf ich einfach nicht. Ich darf das Produkt niemandem verkaufen, keine Kaufsignale irgendwem Dritten anbieten. Das ist einfach nicht erlaubt. Dafür habe ich keine Lizenz in Deutschland. Deshalb mache ich es auch nicht. Genau. Kryptomagazin ist ja aber auch nicht nur die Artikel. Kryptomagazin ist ja auch YouTube. Erzähl mal ein bisschen dazu. Naja, YouTube, ich mache, wenn es geht, 3 Videos pro Woche, indem ich sozusagen entweder meine persönliche Meinung zur Marktlage, also nicht Charttechnik, sondern eben Marktsentiment, On-Chain-Daten, In-Outflow-Statistiken, Short-Analyse, Short-Contract-Analyse bei Bitfinex, so wie ist der Markt so, solche Sachen bespreche ich, oder eben auch meine Einschätzung zu Handelsstrategien. Ich habe über 400 Videos gemacht zur Frage, so spieltheoretische Betrachtung vom Kryptomarkt. So, wie wird mit Angst gespielt? Wie nennt sich das? Auch das ganze Thema antizyklisches Handeln, genau, das ist so ein Punkt. Was bedeutet eigentlich antizyklischen Handeln und wieso macht es Sinn, manchmal so zu agieren, manchmal aber auch nicht? Verschiedene Spieltheorien halt. Und das ist so etwas der Kern meines Kanals. Und da denke ich, da unterscheide ich mich auch vielleicht ein bisschen zu den Chart-Analyse-Kanälen im Kryptobereich, die jetzt irgendwie nur jeden Tag ihre Charttechnik machen. Das brauche ich nicht machen auf meinem Kanal. Okay. Wie ist jetzt so dein Plan bei Monaradar? Wie wirst du jetzt so in den nächsten 1, 2, 3 Jahren weitermachen? Weil du hast gesagt, du kaufst jetzt irgendwelche Token und lässt die 3 Jahre liegen. Muss die sich jetzt ja irgendwie beschäftigen in den nächsten 3 Jahren? Also erstens kommen jede Woche neue dazu. Und zweitens ist es so, ich könnte die Strategie noch ein bisschen verfeinern. Das soll auch ein bisschen Inhalt meines Kanals werden, die nächsten Monate weiter. Und zwar nehmen wir mal an, es gibt einen Coin. Im Augenblick muss ich immer frisches Geld nehmen und immer frische Coins damit kaufen. Also anders gesagt, ich muss von meiner Börse USDT nehmen, zu irgendeiner Börse, anderen Börse schicken, wie KuCoin, und dort den Altcoin kaufen zum Beispiel, ja. Irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo ein einzelner Coin 2000% gemacht hat. Also aus $100 werden irgendwie $2000. Und dann kann ich hergehen und sagen, jetzt kommt der neue Altcoin. Da habe ich wieder einen guten gefunden. Jetzt brauche ich wieder $150. Jetzt nehme ich mal von meinem $2000 Gewinn, nehme ich mal $100 raus und kaufe davon dann den nächsten Altcoin. So, also vielleicht schaffe ich es mal, an den Punkt zu kommen, dass das System aus sich selbst heraus wächst. Also ich möchte im besten Fall keinen Coin komplett verkaufen, aber vielleicht mal ein bisschen abschöpfen von einem Gewinn, um wieder in neue Projekte zu investieren. Weil statistisch geht es darum, wenn, weiß nicht, ob ihr Poker spielt, es gibt beim Poker so eine Strategie, das ist so High-Card-Gaming heißt es. Man nimmt nur die hohen Karten, also Ass, König, Dame, Bube und so. Und wenn man die hat, nur dann spielt man mit, ansonsten foldet man so ungefähr. Und die Idee hinter dieser Strategie ist, dass man sagt, statistisch gesehen muss man zwar oft aussetzen, aber wenn du Spieler dabei hast, die oft zocken,
gewinnt man gegen die statistisch gesehen häufiger. Früher habe ich auf 5 Pokertischen online gleichzeitig gespielt, nur mit High-Card-Strategien. Und das funktioniert statistisch gesehen, dass man so 60% der Trades gewinnt, so, also der Spiele. Und wieder so Spieltheorie. Und wenn man so mit Coins die Sache betrachtet, kann man sagen, wenn ich immer eine gute Analyse fundamental mache, habe ich schon mehr gemacht wie 80% der Leute, die nur irgendwo nachrennen. Statistisch gesehen ist das ganze Ding ein Spiel gegen andere. Ja? Geld verteilt wird ja nicht erschaffen, Geld verteilt sich nur um. Also geht es darum, wenn ich sage, ich habe nachher 100 High-Card-Games gespielt, also 100 Analysen gemacht, mit Top-Coins, 1000 nicht gekauft, aber die 100 gekauft, dann ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht 3, 4 dabei sind, die 2.000-3.000% machen, einfach so hoch, dass es erstens den Verlust der anderen 98 oder, keine Ahnung, 97 ausgleicht und zusätzlich noch Liquidität schafft für neue Investitionen. Und das ist einfach, das ist der Gameplan einfach dieses Projekts. Ja. Das ist das Faszinierende, weil man auch für Leute, die jetzt, sag ich mal, nicht 10.000 Euro haben, ist es cool, weil sie können 50 Euro in so ein Projekt investieren oder 100. Einmal die Woche nur zum Beispiel. Aber da muss man halt noch, ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich eine halbe Stunde in Analyse mache, dann investiere ich 100 Euro, wenn das Projekt 10 von 10 Punkten hat. Wenn ich aber nur 15 Minuten Analyse mache und das Projekt 6 von 10 Punkten hat, dann investiere ich halt nur 50 Euro so. Das heißt, ich kann anhand meiner persönlichen Einschätzung beim Projekt entscheiden, wie viel Risiko will ich da reingeben. Ich kann sagen, ist es gut genug, um zu investieren, aber eben weniger. Und so kann es jeder für sich machen. So kann einer mit 1.000 Euro im Jahr in 6, 7, 8 Projekte oder in 20 Projekte investieren. Er muss ja nicht mit viel rein. Die Idee ist statistisch gesehen einfach nur, eine hohe Wahrscheinlichkeit für 1.000% dazu haben. Und dabei hilft einem die Community. Und das ist die Idee einfach. Und die finde ich irgendwie mega spannend. Und das macht auch Lust auf mehr, finde ich. Und man lernt viel. Hast du derzeit auch vorgesehen, dort einen Inflationsberechner mit einzubauen? Aktuell basierend auf der Inflation, was die Coins dann im Vergleich zum Vormonat, Vorjahr, wie auch immer, noch wert sind oder wert gewesen wären. Okay, also habe ich noch nicht geplant, aber es ist eine interessante Idee. Also ich fände es interessanter, da können wir die Folie abschließen, dass ich zum Beispiel eine Info kriege, wenn jetzt irgendein Token über ein bestimmtes Maß stark gestiegen ist. Mhm. Also von mir aus eine E-Mail oder irgend so eine Alert-Funktion. Ja. Ja, die Alert-Funktion ist auch geplant. Wie gesagt, wir arbeiten jetzt. Ja, natürlich, du bist ja erst 3 Wochen dabei. Genau, wir wollen einfach die Plattform cool machen für die Nutzer. Mhm. Und was halt interessant ist noch vielleicht als Ergänzung, was auch für die Zuschauer witzig ist, wir haben so einen Gamification-Aspekt drin, und zwar Rockets, weil wir so eine Rakete haben. Und es ist nämlich so, die Idee ist einfach, die muss ich vielleicht kurz erklären. Das wird auch im Video erklärt. Jeder Nutzer startet mit 10 Rockets, also 10 Raketen. Wenn ihr ein cooles Kommentar seht und eine gute Analyse, könnt ihr den boosten. Das ist wie ein Upvote, ja. Und könnt eure Rockets verteilen, kostenlos an andere, wenn sie quasi was gut machen. Um 0 Uhr am Folgetag kriegt ihr eure 10 Raketen zurück. Also wenn ihr nur 5 Rockets verteilt, kriegt ihr 5 zurück. Es hat 10 Rockets, die kriegt ihr jeden Tag zurück und die könnt ihr kostenlos verteilen. Und ihr könnt damit anderen Nutzern eine Rocket schenken. Diese Rockets können die Nutzer auch nicht ausgeben. Die haben jeden Tag ihre 10 und die Rockets können die sammeln. Was bedeutet Rocket? Rocket bedeutet, andere Nutzer fanden gut, was du gemacht hast. Das heißt, wenn einer viele Rockets hat, hat er viele gute Sachen für die Community gemacht. Was ist das Ziel? Wir wollen Inner Circles schaffen in der Plattform, in die man nur ab einer gewissen Rocket-Anzahl rein kann. Das heißt, es sollen nur Leute, die gute Inhalte schaffen, die gute Leute wirklich helfen, die geile Analysen schreiben, die tolle Kommentare machen, die Rockets gekriegt haben von der Community. Also wer viele Kommentare schreibt, kriegt nicht automatisch Rockets. Rockets kriegt der gute Kommentare schreibt. Wer viele Analysen schreibt, kriegt nicht automatisch Rockets. Rockets kriegt der gute Analysen schreibt. Das Ziel ist es, dass die Besten nachher sich untereinander austauschen können in einem Inner Circle, zum Beispiel in einem Private Chat, in den nur die rein können. Die können da drin Meetings machen, Termine, können miteinander sprechen, aber die sind unter sich. Warum? Weil so auch jemand die Meinung von anderen Leuten holen kann, wo er weiß, der ist auf Augenhöhe. In jedem Forum, in das ihr reingeht, habt ihr 100 Leute, die meinen, sie wären die größten Kings und davon sind 99% Schwätzer. Aber wenn jemand bei uns im Inner Circle beispielsweise dann mit 1.000 Rockets mal ist in einem Jahr,
dann ist es jemand, der hat bestimmt hunderte Analysen geschrieben, der hat hunderte spannende und gute Kommentare gemacht und er ist es wert, dass seine Meinung, sage ich mal, von Leuten angehört hat, die ähnlich viel Effort gebracht haben. Und die Idee ist, dass wir solche Leute belohnen, vielleicht sogar mal mit Inner Circle Calls mit uns, dass die entscheiden auch, was Veränderungen müssen wir machen auf der Plattform oder was für Vorschläge machen wir, dass deren Meinung auch mehr gilt. Ja, dass jemand, der wirklich aktiv das System nutzt, einfach vielleicht mehr Stimmrechte hat. Also im Prinzip eine DAO auf Basis von User Improved Quality Ratings, ja, also nutzerbasierten Qualitätsmerkmalen. Und das sind halt bei uns Rockets, ja. Und das ist so ein bisschen unser Gamification-Ding, ja. Und das macht doch mega Spaß zu sagen, oh, der hat eine Analyse geschrieben, lesen wir sie mal durch. Wow, die ist echt gut. Der kriegt jetzt von mir ein Rocket dafür. So, ich habe nur 10 Stück, die ich vergeben kann. Also muss ich damit sparsam umgehen. Aber ich kriege sie ja wieder zurück. Also kann ich sie auch gerne vergeben. So, ich kann sie nicht aufakkumulieren. Ja? Und das ist so die Idee. Und das ist auch ein Teil dieses sozialen Experiments, was wir da machen. Ja. Auch da könnte ich dich ja mit Multi-Accounts im Prinzip ausboten. Stimmt, du könntest einfach nur eine Analyse schreiben und tausende von Rockets vergeben, immer 10 Stück pro Account, aber du kannst als Nutzer auf einen Inhalt maximal eine Rocket vergeben. Also kannst du nicht auf einen Inhalt 10-mal Rockets geben, sondern immer nur einmal und auch nicht nur einmal am Tag, sondern nur einmal. Das heißt, du musst für 1000 Rockets 1000 Accounts anlegen und dann einen Inhalt boosten und das sehen wir ja. Also das sehen wir dann, ja. Also dann. Kurze Frage, wenn du sagst, Analysen schreiben, was muss man denn dazu befähigt sein? Ist das eine Programmiersprache oder ist das eine Skriptsprache? Das sind Textfelder, in denen man seine Meinung schreibt. Also zum Beispiel eine Analysenfrage ist die Webseite aktuell und welchen Eindruck hast du davon? Positiv, neutral, negativ, schreibe deine Meinung. Oder ist das Geschäftsmodell des Coins leicht zu verstehen? Erkläre, wie du es verstanden hast. Ja, dann schreibst du, ja, ich habe verstanden, dass das Geschäftsmodell ist. Und dann sagst du, ist es positiv oder negativ? Ist es eher gut erklärt auf der Website oder ist es verständlich oder ist es eher nicht so verständlich? Mhm. Das ist das, man muss nur ein Textfeld ausfüllen und eine Bewertung abgeben und das speichert man. Ach so. Und wie tut ihr das interpretieren? Ist das dann mit größer, kleiner gleich oder irgendwelchen Boolschen Operatoren oder macht ihr da Textauswertung drauf? Nö, die Texte sind eigentlich nur für die Nutzer. Die Bewertung, ob positiv, neutral oder negativ, kann man unter jedes Textfeld machen. Und am Schluss gibt der Nutzer eine Gesamtbewertung in einer eigenen Punktzahl zwischen 1 und 10. Und das fließt in das Community Rating ein. Und da wollen wir eben weg von der Einzelbetrachtung im Sinne von, das ist irgendeine Art von Gewichtung und Wert. Und wir wollen, dass die Nutzer zwar sehen, oh, der hat 9 von 10 Punkten gekriegt, aber dann soll er ja schon lesen, warum. Dann soll er sich schon mal mit dem Projekt beschäftigen. Wir wollen nicht, dass es eine Community wird, wo Leute wirklich nur nachkaufen. Das ist nicht interessant für uns. Und wenn wir es richtig machen, tun die Leute das auch nicht. Das ist unser Ziel, dass die Leute eigenständig zu Investoren werden. Und ich habe festgestellt, vielleicht auch als Ergänzung, das wirkt vielleicht manchmal abschreckend, wenn man das so hört. So, oh, da muss ich mich damit beschäftigen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die Leute eher dankbar sind und dass es den Leuten Spaß macht. Ich sage sogar, wie es ist. Ich habe mit Unternehmern gesprochen, die kotzt ihr eigenen Job an, weil sie halt seit Jahren selbstständig in irgendeiner Branche hängen oder eben angestellt sind und keinen Job, Bock mehr auf ihren Job haben. Die sitzen abends da und haben wirklich Spaß daran, Projekte zu recherchieren. Ja, das ist witzig. Das macht ihnen einfach Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und die Leute wollen wir auch. Ja, wir wollen die Leute, die wirklich Interesse an den Projekten haben und sich damit beschäftigen wollen. Das ist unser Ziel, so Leute zu finden. Wenn es nur 500 am Schluss sind, ist okay. Also wir brauchen keine 10.000 Nutzer. Wir brauchen 500 oder 100, die Spaß dran haben. Das ist für uns wichtig. Ja, gut. Also ich schaue es mir an und trage es weiter. Das ist klar, Mario, dass du es anschaust. Ich schaue es mir auch an. Das ist cool. Dein Projekt heißt ja eigentlich Moonradar, Alexander, ja. Aber du vergibst Raketen. Und der Moonradar sollte ja eigentlich Monde, sagen wir mal, aussehen. Ja, aber irgendwie muss man ja zum Mond kommen. Also, ja, du, vielleicht kannst du dir überlegen, irgendwie noch dann Monde mit einzuführen. Die Rakete und dann hast du halt dieses 100 Raketen sind ein Mond. Ja, wir machen dann Governance-Token drauf. Zum Beispiel, ja. Das sind dann die Monde, ja. Ja, wir fanden es irgendwie witzig. Ist schon gut, ja. Aber wie gesagt, du solltest mit den Monden dann auch irgendwie machen. Ich hatte mal für eine
für eine Wahrsagerin hatte ich mal eine Homepage gemacht und die wollte einen Haufen Schmetterlinge haben. Und dann kam halt eine Freundin von dir um die Ecke und sagte, ja, machst du hier Karten legen oder verkaufst du Schmetterlinge? Mhm. So hat sie im Prinzip recht gehabt. Und das ist mir jetzt bei dir halt auch aufgefallen mit den Raketen. Die Raketen ist gut, da komme ich dahin, aber wo komme ich hin? Ich komme halt zum Mond und das sind deine Circle. Dann kannst du halt die Circle irgendwie... Das ist ja dieser exklusive Club, wenn man genug Raketen hat, kann er dann der Moon Circle sein. Und genau. Dann hast du auch wieder die Mondstation dann. Genau, die Mondstation dann. Genau. Wobei es Google fällt mir gerade ein, Google April-Scherz. Wir hatten ja auch einen April-Scherz im April, logischerweise. Und Google hatte mal vor einigen Jahren April-Scherz rausgehauen. Da haben sie irgendwie Personal für die Euler-Station auf dem Mond gesucht. Na gut, machen wir mal weiter. Ausblick, sind wir jetzt bei den Monden und Mondstationen. Die erste Frage ist nicht von mir. Ralf? Ja, was denkst du, wenn wir in 10 Jahren noch Banken haben, wenn ja, was machen die? Ja, wir werden in 10 Jahren noch Banken haben, weil Banken weiterhin Dienstleister sein werden für die Menschen, die sich nicht mit ihren Finanzen beschäftigen wollen, weil dezentrale Finanzen setzt voraus, dass jemand eigenständig und Eigenverantwortung mit seinem Geld übernimmt. Da wir aber in unserer Gesellschaft kein Bildungssystem haben, das Finanzen als eine Art Grundwissen versteht, sondern eher als etwas, was man dann irgendwann mal selber sich beibringen muss, wenn man in den Berufsleben kommt, werden wir den Bedarf an Banken und Bankberatern weiterhin haben. Das denke ich schon. Berater und als sage ich mal, denen man es abgibt, als Dienstleister für meine Finanzen. Leider, also ich denke, ich sehe das Problem, guck mal, ich sehe doch zum Beispiel, wenn jemand irgendwie sich beim Monoradar anmeldet und mir nach drei Stunden schon schreibt, ich habe mein Passwort vergessen. Ja, also das ist doch nicht böse gemeint, aber das ist die Lebenswirklichkeit. Die Leute melden ein Wallet an und schicken da $3,000 Bitcoin drauf und eine Woche später rufen sie mich an und sagen, Alex, ich habe mein Passwort verloren, wie komme ich jetzt an meine Bitcoin ran? Ja, und das Problem ist, ich schicke die Leute mittlerweile zu Bitpanda oder so, weil ich sag nicht, dass ich den Leuten, ich sage, ihr sollt eure Bitcoin dezentral irgendwie managen oder auf eurem Soft-Wallet, also auf eurem Software-Wallet halten, sondern die Wahrheit ist, die meisten Leute sind gut damit, fahren gut damit, einen Anbieter zu haben, den sie anrufen können, der ihr Passwort resettet. Ja, es ist leider so. Deshalb, ich befürchte, dass dieses Thema weiterhin besteht. Ja, deshalb zu der Frage, Banken wird es weiter geben als Dienstleister und wahrscheinlich auch notwendige Dienstleister. Ja. Und also, wir sind ja, also das, die Aufnahme machen wir ja heute am 9.5. Wir haben ja gerade der Bitcoin, der zerschmilzt ja gerade Richtung 30.000 beziehungsweise Richtung $20.000. Der nächste Hype-Cycle ist sozusagen anscheinend zu Ende. DeFi, NFT haben wir jetzt vielleicht hinter uns. Was kommt denn als nächstes in deinen Augen? Also ich denke, das NFT-Thema beginnt erst. Ich bin zwar kein Riesenfan davon, weil ich es nicht verstanden habe richtig am Anfang. Immer mehr kommt der Punkt, wo ich es verstehe, weil NFT am Ende nichts weiter als irgendwelche Sammelkarten sind, die man irgendwie als Eintrittskarte im Real Life einlösen kann vielleicht so. Also es kommt, also sage ich mal, der Use Case von NFTs entsteht ja gerade erst. So, ich glaube also NFTs wird es weiterhin geben und die werden auch sich weiterentwickeln, DeFi auch. DeFi wird massiv Probleme kriegen durch Regulierung, weil wir erleben jetzt gerade, und ich gehe auf deine Frage ein, ich muss nur darauf kurz auch eingehen, ich sehe einfach gerade, wenn man sieht, was mit dieser Non-Custodial Wallet-Diskussion im EU-Parlament passiert und auch diesem ganzen Thema Regulierung weltweit mit Verboten China und auch in anderen Ländern, in denen Kryptowährungen entweder als Legal Tender oder komplett verboten werden, also diese krassen Diskrepanzen zwischen Legal Tender, also Zahlungsmittel und Verbot. Wir sehen eine absolute Polarität in der Welt, was Bitcoin und Kryptowährung angeht. Also sehe ich, dass jetzt kommt erstmal eine harte Phase auf uns zu, mit Regulierung weiterhin. Ich meine, das war schon immer so. 2017 hat auch China und Indien Ban gehabt, um dann wieder aufzuhören damit. Aber das ist sozusagen ein Punkt, wir kommen um eine schwierige Zeit zu. Die Zukunft, ich glaube, es kommt wieder was Neues. Also das, was wir jetzt noch nicht sehen, ich glaube, im Crypto-Space kommen immer wieder neue Sachen. Und viele Projekte, diese ganzen Multi-Chain-Sachen, Polkadot hat ja dieses Parachain-Prinzip und so, da gab es ja diese Parachain-Options, da entstehen jetzt neue Projekte mit neuen Use-Cases.
Ja, ich wage nicht zu vermuten, was jetzt das neueste große Ding wird. Ich bleibe. Wichtig ist, 150 Euro drin zu haben. Richtig, genau. Wie das immer sagt. Ich glaube, dieses Mal werde ich mindestens 150 Dollar in einem dieser Projekte haben. Ja. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist super schwer. Okay. Das werden wir dann aber hoffentlich ja beim Unaradar irgendwie analysiert bekommen, was als nächstes Großes kommt. Ne? Das ist ja. Ja, wisst ihr, für mich ist die Sache total absurd. Ich kann dazu eine ganze Geschichte, kleine Geschichte erzählen, die vielleicht für die Zuhörer ganz witzig ist. Ich habe einen guten Freund, der ist fast Milliardär. Der lebt in Dubai, der hat ein paar hundert Millionen und der ist durch Krypto super reich geworden. Und den habe ich kürzlich gefragt, so was ist das nächste große Ding? Worin investierst du? Und der hat dann gesagt, er investiert in NFT-Bananen. Die voll gut sind, weil man die kann man die züchten und dann gibt es da neue Bananen und der kann man andere Farben. Ich habe keine Ahnung, wovon er da geredet hat. Das ist dieses Play-to-Earn-Prinzip, was ist sicher wie, genau, wie Axie Infinity oder Jewel und sowas. Ja, ja. Und so einer investiert halt Millionen in virtuelle Bananen und ich check's einfach nicht. Weil er es kann. Ne? Genau, und ich check's einfach nicht, weil er es kann. Und wahrscheinlich funktioniert es auch, weil der mit seinen 15 Freunden in Dubai, die alle noch reicher sind als er, alle dieses Ding kaufen, den Markt pumpen und dann kaufen irgendwelche Endnutzer das, weil sie denken, wow, das ist das große neue Ding und die verkaufen es dann halt ab. Ja? Ich befürchte einfach, der Markt ist noch zu klein. Das ist so meine Erfahrung. Ich sehe halt ein bisschen hinter die Kulissen und sehe halt teilweise, was da läuft. Und da gibt es Telegram-Gruppen mit 50.000 Leuten, die sich absprechen, wann sie welchen Coin kaufen. Und ich glaube halt, solange der Markt noch so ist, wird die Regulierung ein Riesenthema sein. Und da muss man halt man muss halt vorsichtig sein, auch mit neuen Hypes. Und ich habe leider das NFT-Thema viel zu spät erkannt. Ich habe es halt auch für einen Hype gehalten. Ja. Vielleicht ist es das ja auch, wer weiß. Ich glaube es nicht. Es gibt ja da was ganz Gutes. Gummy. Einen physischen. Schauen wir mal, das wird bestimmt was werden. Das klar, wir hoffen wir alle. Ja. So, machen wir weiter. Genau, richtig, machen wir weiter. Die letzte Frage, und zwar, wer ist Nicolas von Saberhagen und wo wohnt er? Okay, das musst du beantworten, glaube ich. Nee, ich habe die Frage gestellt. Du musst es beantworten, Alexander. Das weiß ich nicht. Dann kannst du eine Joker-Frage machen oder ans Publikum weiterleiten. Ja, dann frage ich dich mal. Was ist nee, ich bin ja der Fragesteller. Ich bin der Moderator. Du kannst die anderen zwei nehmen da. Such dir einen aus, wer es dir beantworten soll. Den Ralf. Ja, Nicolas von Saberhagen. Nicolas von Saberhagen, Natoshi Sakamoto. Oder Satoshi Nakamoto. Und derjenige, welcher, der sich da dahinter verbirgt, hat was mit Monero zu tun. Okay. Also es ist eine weitere Schattenfigur. Wer es ist, aber ja, auf jeden Fall einer, der das White Paper und das Monero mit dem Zero Knowledge Proof und so weiter gestaltet hat. Eine spannende Betrachtung der Sache. Ich finde es immer interessant. Also ich will gar nicht wissen, wer Satoshi Nakamoto ist oder Nicolas van Saberhagen, weil ich glaube, dass es ganz gut ist, dass wir, wenn wir von dezentralen Assets reden, die sowieso mit Proof of Work arbeiten als dezentrales System, das ist ja ganz gut, wenn man nicht weiß, wer dahinter steckt, oder? Ja, natürlich, ja. Also ich habe natürlich da so die Theorie, Nicolas van Saberhagen, Satoshi Nakamoto und Nick Szabo, die haben alle so verdächtig die gleichen Initialen. Okay, also ich bin es nicht, kann ich schon mal sagen. Ja, das dachte ich mir. Und den Adam Beck, den habe ich auch mal getroffen, der ja auch da so in der Zeit unterwegs war. Dem habe ich auch die Frage gestellt, habe mir in die Augen geguckt und sagen wir mal so, der konnte mir glaubhaft versichern, dass das auch nicht ist. Und aber ist egal. Die Frage ist, du hast jetzt gerade was angesprochen, vielleicht können wir da noch 2-3 Minuten drüber reden. Gibt ja auch mal die Diskussion mit Proof of Stake, Proof of Work. Willst du da mal deine Meinung kurz kundtun dazu? Naja, man muss verstehen, dass Bitcoin als Proof of Work eine einmalige Sache ist, die nie wieder so entstehen kann. Das muss man einfach verstehen, weil
Proof of Work hat das Thema, dass man Rechenleistung ja braucht, um die Governance zu machen, um die Transaktion zu bestätigen. Das Problem ist, die Rechenzeitleistung muss von vornherein so groß sein, dass sie nicht manipulierbar ist durch einzelne Marktteilnehmer, und gleichzeitig muss sie so dezentral sein, dass das und in ihre Identität als dezentrales Netzwerk muss sie groß genug sein, um nicht von Einzelnen manipuliert zu sein, und gleichzeitig aber auch dezentral genug, um nicht von Einzelnen manipulierbar zu sein. Und das der Grund, warum Bitcoin das überhaupt geschafft hat, so groß und dezentral zu werden, ist, weil es unterm Radar war. Also Bitcoin war so lange unterm Radar vor Manipulation von wirklichen großen Leuten, da war es schon zu groß. Also der Point of No Return war irgendwann beim Bitcoin hinsichtlich Silikonchips und hinsichtlich Strom und Dezentralität. Das würde man heute noch mal ein Bitcoin-Netzwerk starten wollen mit einem anderen Coin, würde man es nicht schaffen, unbemerkt so schnell so große dezentrale Rechenleistung aufzubauen, die wirklich dezentral ist, also von unterschiedlichen Teilnehmern, dass sie sozusagen dem Bitcoin-Äquivalent wäre an Sicherheit. Somit ist Bitcoin nicht nur was Einmaliges von seiner Technologie, sondern auch von seiner Zeitsituation-Komponente. Ja, also eher der Zufall der Zeit, dass das Bitcoin-Netzwerk so unterm Radar sich entwickelt hat. Und deshalb ist Bitcoin eben das sicherste dezentrale größte Netzwerk, das so eben nie wieder entstehen kann. Und Proof of Stake ist ja ein anderer Ansatz. Proof of Stake ist einfach nur, wer den Stake hält, den größten, darf mehr Transaktionen bestätigen. Mit einem Zufallssystem wird dann auch noch durchgewechselt. Ich glaube, Proof of Stake kann auch sicher sein. Aber es ist eben nicht so sicher wie Bitcoin. Und auch durch die Geschwindigkeit von Proof of Stake entstehen ja Gefahren. Bitcoin ist langsam durch seine 14 Transaktionen pro Sekunde und durch seine 10 Minuten Blocktime. Also ist es auch wieder sicherer. Langsam heißt sicherer, schnell heißt gefährlicher, wie auf der Autobahn. So, und damit sage ich, Ethereum und Co. wird seinen Nutzen haben, hat andere Funktionen als Bitcoin, alles gut, hat halt auch sich unsichere Aspekte und Komponenten. Bitcoin ist einfach das sichere Schiff, hat aber aus spekulativer Sicht meiner Meinung nach einfach nicht mehr das große Potenzial wie andere Coins. So einfach ist es. Also aus mittelfristiger Sicht. Langfristig kann Bitcoin 1 Million wert werden. Aber wer will nur mal 15 Jahre warten? Also ich bin auch schon 37. Ja? Also ich will jetzt nicht nur mal 15 Jahre warten, bis der Bitcoin 1 Million wert ist. Ja? Also da will ich schon meine 20x mit Ethereum vorher machen. So aus Investitionssicht jetzt. Und aus, wie gesagt, aus Governance-Sicht, Proof of Stake ist, die meisten Proof of Stake-Systeme sind unsicher, es sei denn, sie sind auf der großen Blockchain als Token. Auf großen Blockchain als Token, aber wir sehen ja bei Solana mit seinen, das sind ja kein Proof of Stake. Solana sind es ja diese Validators, die man im Prinzip rebooten muss mit einem Zoom-Call, connecten die sich, die 10 Leute rufen an, call, sagen, hey, wir sind wieder offline, starten ihre Blockchain neu bei Solana. Also das ist im Prinzip ein Proof of Authority und gar kein Proof of Stake. Ja, also einige wenige Autoritäten und Entitäten starten das Netzwerk neu. Ja, aber trotzdem bin ich Solana investiert. Das ist Follow the Big Money. Ja, da steckt das große Geld dahinter. Das ist eine andere Sache. Als Investor bin ich natürlich nicht so gehypt von Solana wie von Bitcoin als dezentraler Cyberpunk. Aber manchmal geht es ja um andere Dinge. Es geht ja nicht nur darum, wie wir die Welt verändern. Ja, ja. Gut. Dann hast du die Bonusfrage. Wenn ich, gut, nee, danke auch für deine Offenheit. Dann hast du die Bonusfrage ordentlich beantwortet, sozusagen. Der Mario grinst. Ich bin zufrieden. Gut. Das freut mich. Ich auch. Hat Spaß gemacht. Ja, wobei natürlich Proof of Stake kann natürlich nur irgendwie funktionieren, wenn der Stake, also sprich, wenn die Münzen des Blockchain-Ökosystems eine gewisse Dezentralität erreicht haben. Und dann ist halt immer so, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Das heißt, derjenige, der am meisten hat, kriegt auch am meisten dazu, weil er halt die meisten Möglichkeiten bekommt, Transaktionen zu bestätigen und somit neue Münzen zu kreieren. Aber das stand doch schon in der Bibel. Wer hat, dem wird gegeben. Ja, und vielen Dank, Alexander, für deinen heutigen Beitrag. Und sicherlich werden wir noch mal was voneinander hören. Vielleicht in einem Monatsendbeitrag oder in einem halben Jahr, wo wir dann mal gucken,
ist Moonradar 2.0 oder 3.0 schon am Start. Also wir werden das sehr aktiv beobachten. Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, das Projekt heute auch vorzustellen. Ist für mich eine Herzenssache. Ist einfach was, muss ich sagen, wo ich jeden Tag, auch am Wochenende, aufstehe morgens und mich richtig drauf freue, das voranzubringen und auch heute Abend mit euch das zu besprechen. Hat mir wahrscheinlich noch mehr Spaß gemacht wie euch. Ist einfach ein schönes Herzensprojekt. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn der Bitcoin gerade jetzt auf $30,450 gefallen ist, egal, das ist einem egal, wenn man eigentlich für was brennt, so wenn man gerne an was arbeitet und was Cooles entwickelt, dann ist es auch vollkommen egal, ob das Portfolio gerade 30-40% im Minus ist. Es ist vollkommen egal. Mhm. Weil man sowieso, wir sind noch eh long-term dabei, oder? Also jetzt weg von der Idee, wir sind noch alle wegen der Technologie dabei, aber auch aus Investorensicht sind wir ja alle auch long-term dabei. Wir wollen ja langfristig in dieses Asset investieren. Und die Wahrheit ist, das habe ich heute Mittag erst meinem Kollegen gesagt, die Wahrheit ist, in 2 Jahren ist auch unser Geld auf dem Konto nur noch 50% dessen wert, was es jetzt wert ist. Also, Hoffnung. Genau. Und Bitcoin ist antifragil. Ganz wichtig. Bitcoin wird sich schneller erholen als andere Assets. Wenn der S&P 500 seine 5% Erholung hat, hat Bitcoin seine 25% wieder reingeholt. Ja? Und so ist das meine Erfahrung im Kryptomarkt. Wir bouncen irgendwo, dann kommt eine Terra Luna, kauft wieder für 1,8 Milliarden Bitcoin, dann kommt die MicroStrategy, dann wird El Salvador sein Mining in Betrieb nehmen und dann sieht die Sache Terra aus. Terra hat gerade erstmal ganz große seine Bitcoin-Reserven erstmal gerade gesplittet, habe ich gerade vorhin bei Twitter gelesen. Da ist ganz schön viel Bewegung drin. Ne? Also ja, Terra könnte uns jetzt alle noch weiter runterziehen. Ja, die hatten ja ein Problem mit dem TUSD, also mit dem Terra-USD-Token, der wurde gedumpt, ja. Ja, da ist viel Bewegung im Markt, aber ist doch auch spannend, oder? Ich meine, aber genau so eine Zeit ist auch genau jetzt perfekt für jemanden, für Bilder. Also die Bärenmärkte, habe ich auch immer ganz viele Entwickler gehört, was Solidity-Entwickler angeht, das sind genau die Zeiten, wo man sich am besten konzentrieren kann, so ein Projekt, wie du es jetzt machst, zu bauen. Richtig, weil im Bullenmarkt wird Moonradar wahrscheinlich von so vielen Nutzern überrannt, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit. Und das wäre ja schön, wenn viele das nutzen. Aber solange es noch ruhig ist und entspannt, wir haben jetzt in einer Woche knapp 650 neue User. Krass. Ohne dass wir haben nur ein Video gemacht am Anfang und haben einen Sign-up-Link mit einer Voranmeldung gemacht und haben ein Newsletter rausgeschickt. Und jetzt seit Start haben wir 2 Videos gemacht, wo wir ein bisschen als Side-Story erklären, dass es das Tool gibt. Also ich schätze mal, Ende der zweiten Woche live werden wir 1000 Nutzer haben schon. Und das ist cool. Davon sind viele aktiv. Wir haben schon über 70 Nutzer, die ihre Portfolios hinterlegt haben. Also prozentual schon echt viele, die das wirklich auch nutzen. Und das macht Lust auf mehr auf jeden Fall. Ja. Oh, und wir schauen uns das an. Und vielleicht noch ein bisschen als Ergänzung. Ich bin ja eigentlich, also ich bin in Bitcoin drin, weil es halt ein sicheres Geld ist im Vergleich zu dem anderen Luftgeld, wo natürlich immer noch ein Dritter irgendwie mitredet, ob es ungültig ist, ob ich es überhaupt benutzen darf und so weiter. Und hier habe ich halt, wie du schon gesagt hast, wenn ich dir halt 5 Bitcoin überweise, dann mache ich das, dann brauche ich nicht meine Mutter oder sonst wen um Erlaubnis fragen. Ja. Gut, dann danke nochmal, Alexander, für das offene Gespräch. Das Wort, was da Ralf vorhin suchte, heißt Monatsrückblick. Aber naja, also wir werden uns dann irgendwann nochmal wiederhören, in den nächsten Monaten irgendwann. Und den Zuhörern und Zuschauern kommt in unsere Telegram-Gruppe und schaut euch moonradar.com an. Ja, sowieso, klar. Und dann halt bis zum nächsten Podcast. Ja, bis dann, Alex, und viel Erfolg mit deinem Projekt. Danke, bis dann. Ciao.